Schutzschild, jetzt hat der David auch. Ach so! Yeah. Gut, dass ich nur geredet habe vorher. Okay, David's Witze hat man nicht gehört, aber David ist jetzt da. Danke Sven für die Info. Ja, Sven, moin! Servus! Das war die falsche Hand. Moin! Zu Sven. Moin Sven, ich wollte gerade einen Hase eigenen Kopf abbeißen, aber naja. Man kennt's ja. Freundin will's nicht. Ja. Schön, wie deine Woche so war, würde ich doch mal sagen. Meine Woche war sehr solide. Fing mit einem wunderschönen Montagabend, Montag an. Wo ich dann spontan irgendwie Bock hatte. Passt das von der Dinge Qualität her und dem Ton her und so? Einmal gefragt. Und, ja, hab dann Dinge getan. Ich weiß nicht, hab ich gestern gestreamt oder war das Montag? Ich glaube, gestern hast du auch gestreamt, meine. Oder? Weißt du, gestern? Gestern habe ich gestreamt. Hm. Zweimal. Einmal am Vormittag. Mittag, Vormittag. Einmal am Abend. Zu meiner Vorlesungszeit, glaube ich. Das geht gar nicht. Zu deiner Vorlesungszeit? Überhaupt? ja, am Montag habe ich einfach. Keine Ahnung, mir war langweilig. Also, Yannick geschrieben. Yannick hat gesehen, nee, gar nicht erst reagiert, ey. Geblockt. Nee, erst mal. Entblockt am Mittwoch. Ja, genau. Er hat den Solomon Grundy abgezogen, aber rückwärts. Gestorben am Sonntag, geboren am Montag. Gestorben am Montag, geboren am Sonntag. Oder so. Ja, und heute, naja, Arbeit halt, was soll man sagen, war dann einkaufen, heute gibt's Kartoffeln mit Quark zum Abendessen, also auch was ganz Schönes, ja. Das war eigentlich so meine Woche. Ja, meine Woche fing auch gut an. So, erstmal so, meine hausgemachte Barbecue-Soße selber gemacht für mein Mittagessen. Boah. Dann habe ich am zweiten Tag gebratene Nudeln selber gemacht, was ich auch geil finde. So. Aus den Resten habe ich dann noch Chili con Carne gemacht und wieder einfach reingemacht. Boah, ey, krass. Also, Essen her war bisher guter Start. Hast du durchgepowert, du. Ja, ich habe gestern Chinesisch gemacht. War geil. War sehr geil. Mit einer kleinen eigenen Kreation, die nennt sich Hühnchenschnitzel, würde man jetzt im Umgang sagen. Allerdings nenne ich es gebackenes Hähnchen. Ja, ich hab halt im Endeffekt einfach Hühnchenbrust in zwei Hälften geschnitten und das Ganze dann mariniert. Hat lecker geschmeckt mit so einer Pfeffersalz und Paprika-Würzung. Nice. Ja, ganz cool. Und dazu halt dann dementsprechend asiatische Glasnudeln mit einer kleinen Soja-Teriyaki-Soße. Ganz cool. Klingt nice. Ich hatte heute auch einen sehr netten Anruf aus Österreich in der Arbeit. Also, ja, du. Die Betonung. Die Betonung liegt auf nett. Natürlich nett. Ja, und sonst habe ich mir diese Woche ein Video angeschaut, was ich auch sehr interessant fand. Und zwar Guten Hunger. Wieso? Ja. Der hat ja mal wieder richtig losgelegt und die CDU komplett auseinandergenommen. Fand ich auch sehr interessant. Eher hat er sich auf die Corona-Politik gestürzt, wo ich sehr viele Punkte finde, die sehr gut sind auf jeden Fall. Ich hatte gehofft, dass Sven heute da ist eigentlich, weil der hat das Video bestimmt nicht mitbekommen. Da hätte man noch so eine kleine Reaction drauf machen können. Aber bis wir das bekommen hätten, wäre wahrscheinlich sowieso alle Tage Abend gewesen oder so. Und dementsprechend, ja, was soll man dazu sagen? Wieso hat in vielen Punkten leider recht. Das ist nun mal so. Es gibt, da kommen wir jetzt zu dem ganzen Thema, ne? Die Überleitung war mega.
Und ja, man muss ehrlich sagen, also wenn man jetzt mal die Corona-Politik anfängt, so wie die es ja in den Nachrichten beschreiben oder auch in Talkshows, wie beim Lanz, wo das eine Video, was Rezo gezeigt hatte, mit der Frau Dr. sowieso die ganze Zeit unterbrochen wird von den Politikern. Oder auch vom Lanz. Also das habe ich heute erst mitbekommen, weil ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Sendung nicht. Ich schaue kein ZDF, ich schaue keine Naja, ARD, schaue ich auch nicht. ich bin kein Fan davon und deswegen würde ich Naja. am liebsten auch keine Ich Gebühren dafür zahlen hab wollen. halt auch irgendwie nicht mehr so das Gefühl, so, dass es einfach rein auf informativ ist. Weißt du, so dieses Richtig, mit richtig. Rundfunkgebühren war ja ursprünglich einfach dafür da, dass du halt dann Informatives bekommst und Ja, nicht rote Rosen. ja. Nee. Das ist oder Schwester Stefanie. Oder Ja, keine oder Ahnung oder der sowas. Doktor vom Berg und was weiß ich. Genau, sowas, weißt du? Das Traumschiff ist. mit Silberpfeife da. Ja, eben. So ein Käse. Florian Silbereisen. Ja. Nee, also dafür war ZDF und ARD. Die waren ja früher wirklich einfach dafür da, zu sagen, hey, ihr habt ja die Nachrichten 24/7 auf ARD und ZDF ist dann noch so Robby. Robby fällt mir noch ein, weißt du, die Sendung fällt mir noch ein, weil die war cool. Die war auch für Kinder, ja. Also ZDF war so ein bisschen so dieses Kinder-TV, was dann von Kika übernommen worden ist. Und ja, das war einfach so. Du hattest da so deine Kinderprogramme und da die Erwachsenen-Nachrichten und vielleicht halt, keine Ahnung, ein paar Talkshows oder so, ja. Ja, genau. Und jetzt bist du halt vollgestopft von morgens bis abends nur mit Songs. Dann hast du zwischendrin deine Nachrichten um 9, um 12, um 15 Uhr, um 18 Uhr und um 20 Uhr und nochmal um 21 Uhr oder so. Und dazwischen laufen einfach nur noch Soaps. Und ich bin ganz ehrlich, ich schaue die Soaps nicht. Wenn ich mal ARD gucke, dann gucke ich die Nachrichten, weil mehr interessiert mich nicht. Na. Und was sie mit ihren Talkshows machen, die Talkshows sind mega gut gemacht, aber dann macht halt mehr davon, dann zahle ich auch dafür. Dann schaue ich halt auch mal eine Talkshow mit dem Lanz, wenn das ein interessantes Thema ist. Wie beispielsweise das, was die da besprochen haben, hätte mich jetzt interessiert. Wusste ich es aber? Nein, weil mich ARD nicht interessiert. Ja, Das ist einfach mein Problem. wenn halt so viel, sag ich mal, nicht so viel da dir vorgeschlagen wird, sag ich mal, was nicht mit dem ursprünglichen Sinn von ARD und so hat, Ja. dann bist du da halt nicht mehr in dem Bereich drinne, Richtig, dass richtig. du informiert bist, was, wenn jetzt was Cooles mal kommt. Ja, Ja. richtig, richtig. Und deswegen, also ich hätte diese Talkshow wirklich sehr interessant gefunden mit dem Lanz, dann dementsprechend. Du erinnerst mich gerade an was, warum mache ich nicht Musik an, sonst ist es hier ja die ganze Zeit so, wir quatschen uns die ganze Zeit zu und man hört sonst nichts anderes. Ich glaube, davon mache ich eigentlich keine Musik. Aber Musik im Hintergrund ist eigentlich ganz geil, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also auch so diese Sache mit, dass viele Politiker ihre Aussagen, die sie vor Monaten getroffen haben, heute versuchen einfach so zu verschleiern, zu sagen, das hat uns ja keiner gesagt. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass im Sommer die Fallzahlen sinken. Welcher Mensch geht denn davon aus, dass so, wenn du in einer Pandemie bist, dass im Sommer die Pandemie sagt, Moin Leute, ich bin aber erstmal weg, wir sehen uns im Winter wieder, ne? Es ist halt schwierig zu sagen, hey, was? Dummheit der Menschen. Was? Dummheit der Menschen. Wird unterbrochen, ein mega geiles Thema. Mit Dummheit der Menschen. Aber dieses Live-Publikum, ey. Aber ja, es ist halt eine schwierige Sache, weil es halt immer wieder hin und her geht und hin und her und hin und her. Ne, das ist immer wieder so und es werden so viele
Leute halt fallen gelassen, sag ich mal. Weil einfach sich nicht damit beschäftigt wird. Also ich meine, wie oft hat man das jetzt schon, also man kriegt ja auch nicht so, zum Beispiel auch nicht richtig Zahlen oder so, weißt du, so viele Fälle gab es jetzt im Gastronomiebereich oder sonst irgendwie was, sondern man kriegt halt mehr oder weniger einfach die Info. Ja, im Kino gab es nicht viele Fälle, im Gastronomiebereich gab es nicht viele Fälle. Es gab aber in den Bereichen Schule und Arbeit gab es mehrere Fälle, die bleiben allerdings auf. Wo es nicht viele Fälle gab, wie Gastronomie und so, die müssen halt wieder schließen und immer wieder auf und immer wieder schließen. Und die denken sich einfach nur, okay, what the fuck. Ja, genau das hat Rezo eben auch angesprochen. Warum macht man so einen Larifari-Lockdown? Warum macht man nicht einfach alles einfach dicht? Schaut, dass man den Impfstoff auf die Reihe bekommt, ja, wenn man schon Milliarden darin investiert. Warum macht man das denn nicht? Ja, ganz einfach, weil der Politiker, der da sitzt im Gesundheitsministerium, selber keine Ahnung hat von dem, was er labert. Ich finde zum Beispiel... Ja, Entschuldigung? Zum Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, was Laschet ja mal gesagt hat, der ist ja für NRW verantwortlich. Was ja auch eines der größten Vollversager ist in ganz Deutschland. Ja, richtig, richtig. Der einfach auch eine seiner Aussagen war ja, keine Ahnung, was wir machen, wenn es jetzt beim nächsten Mal nicht klappt oder so. Und dann hast du einfach nur diesen Vergleich von diesen ganzen Virologen, die durchgehend sagen, wie es zu machen ist und wie was sie vorschlagen und. Drosten hat ja seinen eigenen, der ist ja einer der bekanntesten Virologen im aktuellen Bereich, so, weil er immer wieder in den Schlagzeilen kommt, weil, ich meine, ne, und was weiß ich, und der hat ja also einen eigenen Podcast, wo, was weiß ich nicht alles, also wenn du dich informativ damit auseinandersetzt, was du machen kannst und mal Vorschläge von den Experten annehmen würdest, dann wüsstest du, was du zu machen hast und nicht so, genau. Und den für dieses Augenzeug, ja, wenn jetzt halt nächste Larifari nicht klappt. Da doof für euch. Das wollte ich eben auch sagen, so, ne? Also, man sagt, man weiß nicht mehr weiter, ne? Aber hört nicht auf die Experten. Ja. Dann sagt so ein Politiker ich weiß gar nicht, wer das war. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir geben mal kurz Rezo ein, da hat er ja bestimmt die Quellen dann nicht. Man kennt es ja, Rezo, ganz. Und deshalb kann ich ja noch sagen, gib ja auch immer einen, von dem, den die Zahlen immer liefern. Fällt gerade auch der Name nicht ein. Der Chef von, der saß da jetzt letztens auch. Von, weiß nicht, wie der Institut gerade heißt. Die halt immer die Zahlen liefern jede Woche. Und selbst der saß da halt und der darf halt nicht sagen, dass in Deutschland solche Vollversager sind. Aber selbst der hat schon angedeutet, na, also, jeder sieht ein, dass in der Politikbereich so viele Vollversager sind. Ich meine, es klingt doof, aber Rezo hat es an sich nicht schwierig, Sachen zu finden, woran die Politiker versagen. Es wäre, glaube ich, ein schwieriges Video zu sagen, wo sie was gut machen. Dass sie einfach nur hin und her gehen. Ich meine, allein dieses Osterdebakel setzt sich mitten bis in die Nacht hinein, als wenn wir DBD spielen oder so. Bei uns kam selbst bei uns würde mehr bei rumkommen. Weißt du, bei denen kam zum Schluss um 3 Uhr morgens, ja, wir machen das so. Am Tag darauf, Entschuldigung, Merkel, die eh bald nicht mehr da ist, entschuldigt sich, meine Schuld, ja. Machen wir doch nicht so. Und das war das Gespräch. Wir sehen uns im nächsten Monat. Wir haben es beschlossen, das war Quatsch. Wir nehmen es direkt wieder zurück. In einem Monat besprechen wir es aber nochmal richtig. Also, steckt euch mal nicht an und bleibt am Leben oder so. Also, so geht's ja immer wieder. Nein, in Kassel gab es ja auch den Fall, dass Leute, die im Krankenhaus arbeiten, ja auch schon anfangen, Kündigungen zu schreiben oder so, einfach weil sie gar keinen Bock mehr haben, weil es ja einfach dieses Hin und Her. Zum einen hast du die Politiker, die es nicht auf die Reihe kriegen, und dann hast du diese ganzen Querdenker-Demos, die dann noch vorbeilaufen, die sich dann, alle dann noch Gefahr bringen. Und dann geht halt wieder dieser Kreislauf und die Leute im Krankenhaus haben ja einfach gar keinen Bock mehr drauf, weil es logischerweise kein Ende mehr in sich ist. Ja, ja.
Das ist vollkommen richtig. Ich weiß wieder, welchen Politiker ich insbesondere im Visier habe. Ja. Weil mir einfach sein Gesicht einfach hängen geblieben ist, weil er so komisch aussah. Das ist der Volker Bouffier. Okay. Ja. CDU-Politiker und Ministerpräsident des Landes Hessen. Okay, ja. Aussage von ihm, getroffen, keine Ahnung, guck mal, ist da irgendwas zu sehen? Irgendeine Pressekonferenz von nicht allzu langer Zeit. Man hat uns nicht davor gewarnt, auf gut Deutsch, hat er gesagt. Man hat uns nicht davor gewarnt, ja, was passieren würde. Er hätte mich nur anrufen müssen. Jetzt, das will ich jetzt ihm sagen können. Also, ich bin ganz ehrlich, ein Mensch, der einen klaren Verstand hat, und man muss dazu sagen, der Herr ist mittlerweile, ich überschlag's mal kurz, wir sind schon bei den 70ern. Mhm. Ja, wir sind schon bei den 70ern angekommen. Er ist mittlerweile 70 Jahre alt. Ich glaube, so ein Mensch, so blöd es klingt, ich habe ja nichts, aber so ein Mensch gehört einfach nicht mehr in eine Machtposition. Bezieht sich, by the way, auch auf Amerika, ja? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich weiß, Politik ist so eine Sache, die klingt immer einfach, ist aber im Endeffekt hart und kompliziert, weil du dich an sehr viele Regeln und Richtlinien halten musst, die du erstmal verstehen musst. Aber Leute mit 70 Jahren haben das alles nicht mehr auf dem Schirm, was heute besonders wichtig ist. Ja, es ist halt schwierig, weil die haben halt ihre Einstellungen so und ihre Wege und richtig, das passt halt nicht mehr so. Gefühlt trifft das fast auf jeden aktuellen Politiker, aber auch zu, der aktuell ein bisschen richtig, Macht hat. Ich meine, zum Beispiel damals im Rezos ersten Zerstörungsvideo gab es ja auch wegen der Drogenbeauftragten da. Ja, der damaligen Drogenbeauftragten, die wir heute Mrs. Brokkoli haben. Ja, und wo es ja einfach darum ging, dass sie sich zum Beispiel, sie ist für Drogen verantwortlich, um diese ganze Politik darum zu beschäftigen. Und da gab es ja zum Beispiel auch, dass mit Portugal, dass die genau wie Deutschland das verboten hatten und so. Und dann haben die mal einen Test durchgeführt und das lief gar nicht so scheiße, der Test. Und dann wurde auf den Test angefragt, was halten sie denn davon? Für welcher Test? Was? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist ja gefühlt gar keine Sache des Alters. Ich glaube, wenn du alt bist und dich wirklich damit auseinandersetzen möchtest, dann kriegst du es auch irgendwie hin. Aber ich glaube, das richtig, ist, aber ich richtig. Weiß nicht, ob das so im CDU-Vertrag ist. Du musst dafür, du darfst dich nicht mit den Sachen auseinandersetzen, dann wirst du angenommen. Am besten bist du noch korrupt nebenbei. Lass dich aber nicht erwischen. Ja, Philipp. Naja, nicht nur Philipp. Wenn man überlegt, was seit dem Corona vor alles Infektionsfälle aufgezogen sind. Wie viele zurückgetreten sind. Es ist utopisch. Es ist wirklich utopisch. Ja. Also gefühlt, ich will nicht lügen, aber mittlerweile 25% der Politiker, die vor gefühlt einem halben Jahr noch da waren, sind jetzt weg von der CDU. So, jetzt sitzen da aber immer noch Leute da, die sich natürlich durch Korruption weiterentwickeln. Mhm. Wie beispielsweise die Frau von der Leyen. Naja. Korruption, großer Korruptionsfall, was passiert mit ihr? Nein, sie wird nicht aus der Partei geschmissen, sie wird zwar des Bundestages verwiesen, sie kriegt die wichtigste Position in Europa. Jawohl, da ist die Politik, Alter, gönn dir. Da, bitte, Korruption hier, bitte, da, das zeigst du auf. Weißt du? Ich will jetzt nichts sagen, aber du machst es einfach wie der es damals auch schon gemacht hat. Du feilst aber auf andere Art und Weise. Du machst es nicht mit deiner Redeart und überzeugst die Leute. Nein, du bestichst Leute. Du wirst von Leuten bestochen und dann bist du da oben. Ja. Und hockst da oben und machst irgendwas. Aber nicht das, was du sollst. Ja, zum Beispiel. Hörst, ja, erzähl's. Du hörst dann,
hörst auf einen dummen Politiker, ne? Oder viele hören auf einen dummen Politiker, der sagt, Internet ist gefährlich. Diese Smartphones. Die Kinder. Weißt du? Es ist einfach utopisch, was der damals gelabert hat, ne? Und alle sofort überzeugt, ja. Sie haben vollkommen recht. Ja. Zum Beispiel, dann sitzen die einzigsten zwei Leute gefühlt, die Gehirn haben, sitzen da, müssen sich das anhören. Und ich rede von diesen Leuten, die von der Partei sind, die ins Europaparlament gewählt wurden, wo die Wahrscheinlichkeit schon so niedrig war, dass sie überhaupt so weit kommen. Aber die Partei ist einfach eine Satirepartei, die es geschafft hat in der Politik, die es in der Politik da vorne schafft, die nichts Ernsthaftes versucht, aber die Leute wählen die, weil die sympathisch sind und sich mit den Sachen auseinandersetzen. Ja, das ist echt so. Das ist so schwierig, heutzutage eine Partei zu wählen. By the way, ich habe die Partei gewählt. Herzliche Werbung. Warum wohl? Weil es keine andere Partei gibt, die überhaupt irgendwas auf die Reihe bekommt. Ein bestes Beispiel ist zum Beispiel auch den Upload-Filter-Zeiten mit der SPD. Ja, also natürlich gibt es so Leute. Kein Upload-Filter. Ja, zum Beispiel gibt es ja Leute wie Timo Wölken oder so, weißt du, so. Richtig. So korrekt bis zum geht nicht mehr. Wo du auch denkst, yo, der ist voll nice. Aber die dann den schreiben müssen, ja, du bist mal korrekt, aber der Rest von deiner Partei, naja. Weißt du, so, die Leute, ja. Das war einfach der größte Abschwung, weil, ich weiß gar nicht mehr, wer war das, die da Führung war, die, ja, einen Tag bevor Wahlen waren dazu, zu der Abstimmung, ich weiß, wie wir du werden meinst. Dagegen stimmen, gegen die Upload-Filter. Tag darauf, oh, haben dafür gestimmt. Scheiße, wie angezeigt. Mann, belastend. Also so, ja, das Sonnebrunn. Der Sonnebrunn ist ja bei der, also mein Chat schreibt gerade Sonnebrunn. Der Sonnebrunn ist ja bei der Partei. Und das ist die Partei, die man auch wählen sollte. Weil wenn die an die Macht kommt. Ja, keine Parteiwerbung hier damit. Das ist wieder gefährlich. Ja, das ist natürlich gefährlich, aber wenn die an die Macht kommt, das ist auch Hashtag No Werbung, wenn die an die Macht kommt, dann sind mal Leute an der Macht, die Gehirn besitzen und nachdenken können, ohne hinter ihrer Partei zu stehen. So sieht's mal aus. Ja. Also, was ich dazu sagen würde, ist halt, jeder muss halt für sich entscheiden, was für sich, für ihn oder für sie oder für es die beste Partei ist. Du konntest es ja im Letzten schon sehen. Viele haben zur Zeit der Upload-Filter, als wir da, mussten wir ja auch abstimmen. Ne? Ja. Du konntest ja sehen, CDU runter, SPD runter und so. Alle anderen so haben Aufschwung bekommen. Und so, ja. Die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, die waren halt noch bei den ersten beiden. Ja. Also das konntest du halt wirklich gut sehen. Also und, man hat halt echt... Ne? Also ich find's halt schade, so diese diese Einstellung so, ich habe die früher gewählt. Also will ich ja heute auch noch. Das finde ich so eine grauenhafte Einstellung. Wenn du setzt dich damit nicht auseinander, denkst einfach so, keine Ahnung, die haben mal für was... Sie haben mal eine Wahlwerbung gemacht für was sich damals interessiert hat und halt seitdem denkst du einfach, ne, ist mir egal. Also es ist einfach absolut schwierig. Ich meine, die Wahlbeteiligung ist ja auch hochgegangen. Einfach weil so viele junge Leute auch immer rein, auf einmal so reinkommen, die dann auf einmal auch wählen durften. Und die haben sich natürlich auch damit auseinandergesetzt, weil mit Social Media wirst du damit vollgeballert. Richtig. Und je weniger du mit Social Media zu tun hast, ist natürlich dann auch automatisch so, desto weniger setzt du dich auch quasi mittlerweile so mit Politik auseinander. Natürlich gibt es Zeitungen und sowas alles, aber ich weiß, da ist dann wie nur so dieses Unfall in bla oder was weiß ich, irgendwie anderen Sachen. Oder ist halt, was ist auf dem nächsten Fernsehen oder keine Ahnung, ne? Also Sport. Ne? Also alles, mitbekommen solltest, kriegst du halt theoretisch mit, je mehr du dich irgendwie damit auseinandersetzt. Aber das Problem ist halt, dass zum Beispiel auch ich das Gefühl habe, so in den nächsten Jahren wird die CDU nicht viele Wähler verlieren.
So an sich von den Stammleuten, weil sie machen es ja trotzdem. Du kannst ja nicht mit denen reden, weil die sich nicht. Weil das sind an sich Leute, die nichts mit anderen groß zu tun haben, einfach ihre Partei wählen und dann CDU geil und dann geht's weiter. Es ist halt so schade, dass das dieses auch, also dieses an die Zukunft denken und so. Das ist ja auch nicht drin. Das ist ja bei der CDU auch nicht drin. Das ist ja alles, das merkst du ja einfach wie, na, bei Corona zum Beispiel jetzt, dieses Hin und Her und sich nicht auseinandersetzen mit Sachen. Wo kommen denn die ganzen Infektionen weg? Wo wurde sich jetzt angesteckt? Nee, wir machen einfach irgendwelche Sachen zu, wo wir am wenigsten Geld durchbekommen oder sonst irgendwelche Sachen. So ist, ne? Und wenn du korrupt bist bei der CDU, dann musst du an das, dann, ja, dann gibt's ja, dann musst du an das Glücksrad und dann kriegst du entweder, Ja. oder entweder musst du zurücktreten oder wirst befördert. Ja, Philipp Amthor zum Beispiel, Lobbyismus, ne? Hat aber nochmal Glück gehabt am Glücksrad, ja? Der ist jetzt Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern. Hat er nochmal Glück gehabt? Ja, 50-50. Das ist einfach so Das, schwierig. ne? Also, ja, also wenn wir keine Parteiwerbung oder sonst was machen, ist ja auch verboten auf Twitch und so, was weiß ich nicht. Aber einfach mal damit auseinandersetzen, bringt, glaube ich, einfach so viel in Richtig, Deutschland, richtig. weil man sieht es ja auch, wenn man einfach immer den Vergleich auch zu anderen Ländern macht. Wie Deutschland mittlerweile seit 2005, seit 2008 sein, seitdem nicht nur im Bereich Internet, sondern auch in vielen anderen Bereichen, Deutschland sackt immer mehr ab. Das ist der Wenn Wahnsinn. man jetzt aber mal überlegt, ne? Ja. 2017 hatte die SPD gesagt, sie machen keine große Koalition. Weißt du das noch? Weißt du, wie kurz wir davor standen, eine Politik zu haben, die sich echt wieder mit Themen auseinandersetzen sollte? Oder muss dann auch? Weil wenn du keine große Koalition hast, hast du eine sogenannte Mehrparteiendemokratie. Das heißt, das Thema, für die meisten Parteien stimmen, das wird dann dementsprechend auch bearbeitet und das wird dann dementsprechend auch entschieden. Und um da dann eine Entscheidung zu bekommen, die für alle in Ordnung ist, das hätte gedauert. Das heißt, Gesetze hätten viel länger gebraucht. Viel, viel länger. Aber es wäre auch was dabei rumgekommen. Denn es wäre für die Bürger besser gewesen, weil Ja. sich Parteien endlich mal wieder mit den Themen auseinandersetzen hätten müssen. So, jetzt habe ich hier mal Erststimmen Stadt Erlangen, ja? Ja? Einfach mal eine sehr große Stadt aus Bayern genommen, ist hier zufällig das allererste, was hier angezeigt wird bei Bundestagswahl 2017, Bilder von Google, ja? Da haben ja sogar Parteien mittlerweile 1,6% erreicht, von denen ich gedacht habe, die schaffen das niemals. Und zwar beispielsweise die Freien Wähler und die ÖDP. Die ÖDP! Und die Piraten mittlerweile 1,2. Also. Die folgen mir auf Twitter. Grüße gehen raus. Ja. Tito. Das ist halt schon krass. Also, das wären potenziell, wenn jetzt in jeder Stadt ungefähr 1,6 oder 1,2% diese Parteien gewählt hätten, hätten dies im Durchschnitt eventuell in den Parteitag geschafft. Das ist utopisch. Und wenn man halt mal überlegt, wenn wir jetzt wieder kleinere Parteien, also wir haben eben die großen fünf, AfD zähle ich nicht dazu. Das ist ja mal klar. Ja, ist für mich auch keine Partei. Ist für mich auch keine Partei, ganz ehrlich, es ist einfach Rechtsradikalismus. Wir haben die großen fünf, wir haben FDP, wir haben Grüne, wir haben SPD, wir haben CSU und wir haben die Linke. Und diese sind schon seit 1960 im Bundestag. Und seitdem ändert sich da gar nichts. Seitdem ändert sich die Sichtweise auch nicht. Ja, die Atompolitik, zu der komme ich dann auch nochmal zu sprechen, aber in einem anderen Thema. Die Atompolitik hat die CDU jetzt vorangetrieben, ja? Energiewende, EDC. Ja, was haben wir für eine Energiewende? Und jetzt kommt der Umschwung aufs neue Thema, denn nämlich Atomkraft. Und zwar, was haben wir denn davon? Wir haben 75% unserer Energie
besteht aus fossilen Brennstoffen, aus Öl, aus Kohle. Wir haben keine Umweltpolitik in dem Sinne. Ja. Auf Umwelt wird geschissen. Mhm. Ja? Also bei uns hier an der Nordsee, wir sehen halt die Windrichter, ne? Also die natürlich dann auch Strom bieten. Allerdings haben wir da im Vergleich, so, oder im Wasser, was wir sehen hier, aber so im Gesamtvergleich ist das so wenig. Ja. Und komplett ab. Ich weiß nicht, ob du Dinge erklärt kurz gesagt kennst. Kennst du wahrscheinlich, ja, ja, klar. Die haben vor 3 Tagen ein Video hochgeladen, wo mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist. Wo ich mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt habe. Mhm. Nicht allzu viel, so ein bisschen neben der Arbeit halt eher. Man könnte das Ganze, man könnte die Umwelt retten. Aber nur, und zwar wirklich nur, wenn alle, die jetzt die Atomkraftwerke abstellen, in Atomenergie investieren. Und zwar deswegen, weil wir dann weniger CO2-Ausstoß haben als jetzt mit dem fossilen Brennstoff. Ja. Und dann könnte man den Klimawandel eventuell noch stoppen. Aber hören die Politiker auf die Experten? Nein. Natürlich. Und genau da sind wir wieder genau beim gleichen Thema. Ja. Politiker hören nicht auf Experten und deswegen wird das nicht. In Schweden haben sie es geschafft. In Schweden haben sie 50% Atomkraft und der Rest umweltschonend. Fossile Brennstoffe gar nichts mehr. Ja. In Frankreich haben sie nur noch knappe 25% fossile Brennstoffe. Und Frankreich hat auch nicht gerade viel mehr Fläche als Deutschland. Oder auch nicht viel mehr Meer als Deutschland. Mhm. Die haben ein bisschen mehr außenherum, ja. Aber auch nicht viel mehr, weil nach Richtung nach oben geht ja nicht, weil da ist Großbritannien, Irland. Also können sie sowieso nur zur Seite bauen. Ja? Mit ihrer Wasserkraft. Ja. Und ihre Windkraft, naja, die haben ein paar Berge. Wir haben auch ein paar Berge. Also, ganz ehrlich, wenn wir mal nachdenken würden, würde sich so viel in der Politik ändern. Ich meine, ich habe Fridays for Future bis zum heutigen Punkt nicht verstanden. Also bis vor 3 Tagen dachte ich mir, ist eine coole Sache, aber was bringt es im Endeffekt? Und dann habe ich mir überlegt, nachdem ich dieses Video gesehen habe, heilige Scheiße. Aber dann denken die von Fridays for Future ja noch in die falsche Richtung. Weil die denken halt in die Richtung, ja komm, lass halt alle erneuerbaren Energien. Geht aber nicht, weil wir diese Energiewende rein technologisch nicht hinbekommen würden. Weil wir rein technologisch einfach Neandertaler in dem Sinne. Weil wir einfach viel zu weit hinterherhängen. Wir haben im Endeffekt gerade das Feuer entdeckt. Ja, wir haben entdeckt, wie wir Windkraft, Sonnenenergie und Wasserenergie kurzzeitig speichern können. Langzeitspeicherung gibt es nicht. Hat sie vergessen. Aber Atomenergie, da wissen wir, wie wir das Langzeit speichern, wie wir das machen. Und die Technologie, die mittlerweile investiert worden ist, die ist enorm. Also mittlerweile sind Atomkraftwerke, also neuere, wenn man die dann wieder erneuert, billiger, zumindest im asiatischen Bereich. Also China ist mit der Atomenergie weit, weit voraus. Was schon ziemlich traurig ist für ein Land, das gefiegt aus Bauern besteht. Ja, es klingt traurig, aber es ist halt so. Du hast halt im Endeffekt nur die großen Städte an der Ostküste und sonst hast du nichts. Sonst hast du ja nur deine kleinen Bauernstädte im Endeffekt. Sonst hast du ja nichts und deine paar Fabriken, die du da stehen hast. Also im Vergleich zu Deutschland ist halt sehr... Deutschland wurde, sag ich mal, mittlerweile von so vielen Ländern überholt. Ja. Also ich meine, das habe ich ja schon gerade eben gesagt, so bis 2005, ich glaube, da war so Peak, da wurde Deutschland, glaube ich, mal gelobt, wie weit sie noch sind, wie fortschrittlich und so. Und seitdem ist es so, also, es wird so ein Vater hier, bester Vater, so eine Tasse kriegen, bester Vater der Welt, den packt es irgendwo hin, macht dann gar nichts mehr. Der hat ja recht. Was will ich denn mehr? Ne? Und seitdem ist es jetzt einfach...
Kann nichts mehr. Meine, so, ich finde zum Beispiel Internet Platz 40 mittlerweile von. Mittlerweile Platz 40, waren wir nicht irgendwas mit 31 Wir oder waren 12? mal, ich glaube, das war letztes, vorletztes Jahr waren wir 37, 36 so Ja, im genau. WLAN. Daran Und kann ich mich mobiles auch Internet erinnern. waren wir schon in den 40ern. Mittlerweile, denke ich mal, muss das noch weiter so sein. Also, Ja. ne, also Israel, na, ist auch schon ein krasses Land natürlich. Ne, dass wir da keine Israel. Chance gegen haben. Gegen die guten Juden. Die Weißt guten du, Juden. Israel war immer wieder mit Krieg beschäftigt. Selbst die haben, was natürlich, Ja. Kriege, scheiße, ja klar. Aber die waren mit Krieg beschäftigt und selbst nebenbei sind sie an Deutschland vorbeigegangen. Weißt du, die sind voll beschäftigt mit Scheißsachen, weil Menschen dumm sind und Krieg führen. Und trotzdem haben sie Deutschland überholt. Also ich habe hier ein Und paar Deutschland macht gar Schlagzeuger. nichts. Die Ja, also sitzen ich habe den jetzt. ganzen Tag so quasi in der Regierung zu Hause, machen unsere Ideen hier, machen dann eine Sitzung, machen Ja. Leute was. Nee, lass mal. Okay, ein Bierchen, ja. Ja, ich hab zwei. Ja, komm auch Keine Ahnung, dreimal. man kann ja die Dinge sehen. Also es gibt ja so genügend Best-of-Zusammenschnitte aus den Ja. Veranstaltungen da. Ne? Und wie gefühlt ist das nur. Top News, ja, Servus. Ist das ne? Halbkreis, einer steht vorne, ein paar Leute dahinter, um ein bisschen das zu regeln. Einer stellt sich nach vorne, disst die AfD, alle klatschen ab, setzt sich wieder hin. AfD kommt hin, disst die anderen, setzt sich ab, klatscht die Ja. AfD, geht wieder hin. Mehr siehst du halt nicht. Das ist Politik. Ja. Ein Mittlerweile ist großer Kind. das die deutsche Politik. Der eine disst den anderen, wie schlecht er seine Arbeit macht. Und dann kommt der andere und disst den, wie schlecht er seine Arbeit macht. Anstatt eine gute Ja. Arbeit zu machen, nur auf die Fehler von anderen hinweisen, anstatt Ja. selber seine eigenen Fehler Ja. einzugestehen. Zum Beispiel, dass man sich mit Politik auseinandersetzt. Ja, das ist halt wirklich, es ist einfach so ein Stuhlkreis, weißt du? So ein Ja. Stuhlkreis wie der Schule früher. Und dann wird darüber diskutiert, na, was planen wir jetzt so? Der eine ist den anderen, der andere schlägt den anderen auf die Schulter, dann kommt der wieder vorbei und Ja. schlägt den nächsten in die Ja. Presse und so Aber weiter und so die fort. aktuelle Politik ist wie ich als Kind, ja. Topfpflanze Ja. fällt um, Topfpflanze kaputt. Wer war's? Zeigt auf den anderen. Der da! Nee, der da! Ich weiß nicht, Mama. So ist die aktuelle Richtig. Politik. Und dann zeigen wieder alle auf die große Schwester Angela Merkel und sagen, die war's. Ja, die eh bald nicht mehr da ist. Sagen Ja, jetzt, weil die ja. keinen Bock mehr hat, weil die keinen Bock mehr hat, euer Geheul anzuhören, weil die Ja. einfach nur noch da sitzt und denkt, boah, Alter, vor 10 Jahren haben wir Politik gemacht, heute machen wir Kindergarten. Ja, genau. Merkel ist so. Ne? Merkel hat so viel Kritik abbekommen und so. Und natürlich auch zu Ja. Recht und so. Aber das ist das Beste, was die CDU noch zu bieten hat. Das Ne? Das ist Weißt du, das halt. ist Frau Dr. Professor Angela Merkel, ja, ich kenne ihren zweiten Namen jetzt gerade nicht. Ja. Aber das ist einfach die schlauste Person in der CDU. Horst Seehofer war vor 20 Jahren, genauso wie von der Leyen, schlauer als heute. Obwohl Seehofer ist trotzdem schwieriger Typ. Das ist ein schwieriger Typ Das und ist ein die sehr Bahn. schwieriger Typ. Ich erinnere nur, Vergewaltigung in der Ehe ist okay. Ist okay. Ja, Es hat mach also doch einfach. darum geht, das ist Gönn Seehofer. dir, gönn dir, ja. Na, warum nicht? Ich habe Ne, hier zwei Fragen noch aus meiner Zuschauerschaft. ja, ich bin in Rennstimmung. Let's go. Let's go. Was hältst du von der Bundeswehr? Ich war so zufrieden. Dito, Ich war so Dito. zufrieden. Ich meine, ich war eh das dritte Kind. Also, bei mir war es eh freiwillig nur noch. Ne? Aber ich meine, das so Käse. Bei Ne? mir war das so. Auch nur freiwillig, ne? Also, Ja. ich hätte entscheiden können, gehe ich zur Bundeswehr, ich hätte Ja, sowieso genau. nicht machen können, weil ich Asthma habe und eine Behinderung. Ja. Also, Zivildienst gibt es nicht mehr, also von dem her, YOLO. So, habe ich jetzt, pass auf, pass auf, pass auf. Habe ich jetzt letztens TikTok, Link wieder zu, TikTok Strikes Back, ja? Weißt du, For You-Page durchgescrollt, kommt ein Typ her und sagt, ja, wir müssen eigentlich wieder die Wehrpflicht einführen, weil die war ja so gut.
okay, habe ich mir das mal angehört, ne? Ja, man konnte sich ja entscheiden, was man macht. Entweder Zivildienst oder Wehrpflicht, ne? Und ja, dass die Wehrpflicht ja was Tolles ist, aufgrund dessen, weil wir ja dann mehr Leute hätten, die sich verteidigen könnten in Kriegszeiten, die man ja einziehen könnte. Und weil dann die ganze soziale Schiene eben nicht mehr so rumheulen würde auf gut Deutsch, weil da ja so viele Arbeiter fehlen. Zivis sehe ich jetzt mal, warum nicht, hätte ich gemacht, zwei Jahre Zivi, mir egal, hätte ich gemacht, ganz ehrlich, auch in einem sozialen Werk, und wenn ich jemanden in den Arsch auswischen muss, muss ich meinen Kindern später sowieso, also von denen her, ja, kann man sich schon mal dran gewöhnen, denkst du bei den Kindern, ja, es wäre mega eklig, das ist eigentlich ganz normal. Ja, richtig, das stimmt, aber ich finde, die Wehrpflicht darf auch nicht mehr eingeführt werden, hat auf folgenden Grund, weil wir damals einen bestimmten Vertrag unterschrieben haben, meine lieben Leute. Und das vergessen viele wieder. Wir haben einen sogenannten Friedensvertrag unterschrieben. Und im Friedensvertrag steht drin, dass wir nur noch bis zu einer bestimmten Menge an Soldaten haben dürfen. Das heißt, die Wehrpflicht wurde so lange beibehalten, bis diese Menge an Soldaten erreicht wurde. Mhm. Und so, I guess, das war es halt. Ja. Und deswegen führt man die Wehrpflicht auch nicht mehr ein, weil es halt einfach zu viele Gegenstimmen gab. Und es gab natürlich auch viele Fürsprecher für die Wehrpflicht. Aber das Problem einfach an der Sache war damals schon, der Vertrag hat es halt nicht zugelassen. Die Bundeswehr war schon zu groß. Das ist ja das Problem. Die war schon zu groß mit der Wehrpflicht, weil viele dann gesagt haben, ich bleibe halt bei der Bundeswehr. Das ist egal, die Wehrpflicht gehört zur Bundeswehr dazu. Und zur aktuellen Bundeswehr sage ich einfach nur, du kannst einen Plastikhelikopter fliegen, bravo. Ein Plastikhelikopter, der nicht mal abhebt. Du kannst einen Panzer steuern, der nicht mal schießt. Du kannst Fahrzeuge fahren, deren Motoren aufhören zu funktionieren, während du mit ihm fährst. Bravo. Konnte ich schon mit 5. Ich hatte zufällig, also, kurze Story aus meiner Kindheit. Ich hatte zufällig einen Autoschlüssel von meinem Vater gefunden, einen alten. Zufällig gab es ein Auto bei uns um die Ecke, bei dem Autohändler, wo der Schlüssel reingepasst hat. Also, was hat der kleine David gemacht? Ist immer zu diesem Auto gegangen, hat das Auto aufgeschlossen, hat sich reingesetzt und hatte seinen Spaß. Ich hätte das Auto starten können, wenn ich Bock drauf hätte. Irgendwann mal habe ich mich so von der Spinne erschreckt, die auf einmal im Handschuhfach war, dass ich dann den Schlüssel drin gelassen habe. Ein paar Monate später war das Auto verkauft. Wahrscheinlich, weil er keinen Schlüssel mehr hatte. Ich meine, es stand ein paar Jahre da, muss ich mal dazu sagen. Es stand, also soweit ich mich erinnern kann, stand das Auto, keine Ahnung, 5, 6 Jahre da. Und dann hat er es verkauft. Schlüssel war ja wieder da. Schlüssel hat ja gepasst. Damals haben ja Autoschlüssel sowieso für jede. Du hattest einen Autoschlüssel von einem Audi. Geil, erstmal zum Audi vom Chef gehen, ne? Ja. Das ging ja einfach. Du kannst es ja jedes Auto aufschließen. Ja, genau. Hatte ja jedes dasselbe Schloss. Heute kannst du es nicht mehr, weil die alle programmiert sind. Ja. Nee, aber allgemeine Bundeswehr-Meinung ist einfach, aktuell ist die Bundeswehr ein Haufen Vollidioten. Tut mir ganz ehrlich leid. Also nicht mal die Menschen sind die Vollidioten, sondern das Problem ist einfach, dass ihre Wichtigkeit nicht mehr gegeben ist. Wir haben mittlerweile sehr friedliche Zeiten hier in Europa und auch sonst in der Welt ist es eigentlich relativ ruhig. Natürlich gibt es immer noch Kriegsgebiete, aber die werden auch kleiner und das ist auch gut so. Das sollte auch so sein. Und ich finde es ganz ehrlich auch schön, dass Trump eine Sache gemacht hat, bevor er gegangen ist. Und zwar, dass er die Truppen aus Afghanistan abgezogen hat. Das war schon lange nötig. Weil der Krieg, der damals da geherrscht hat, seitdem die Taliban im Endeffekt zerschlagen sind,
mehr oder weniger in mehrere Gruppen, unter anderem die ES, ist das nicht mehr nötig, da Truppen zu haben. Das ist genauso, wie es über 50 Jahre gedauert hat, bis die Amis gesagt haben, wir lösen unsere Lager in Deutschland jetzt auf. Mhm. Und das ist ja auch wieder eine Sache, die im Friedensvertrag nicht verankert war, dass sie überhaupt diese Stützpunkte aufgeben. Eigentlich war im Friedensvertrag verankert, und das steht bis heute noch da drin, dass bis zur endgültigen Vernichtung Deutschlands, wahrscheinlich sogar, bis zur Auflösung Deutschlands, keine Ahnung. Ja, ja. Also bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter, keine Ahnung wie lange. Hm. Die hätten die Stützpunkte einfach behalten dürfen. Ja. Und das steht auch bei der, also das steht ja auch sogar in der Grundverordnung der UNO, glaube ich, drin oder so, dass die Stützpunkte in Amerika der UNO zugänglich gemacht werden müssen, sollten diese aufgrund von Kriegszeiten benutzt werden. Das zielt damals nur darauf ab, zu sagen, okay, wir haben da oben Ostdeutschland, wir müssen die unter Druck setzen. Natürlich war das damals ein Druckmittel für den Kalten Krieg, aber es ist heute auch noch ein Druckmittel für Russland zu sagen, wir drücken nicht auf den roten Knopf. Und das ist auch gut so, weil wenn die mal auf den roten Knopf drücken, dann ist Deutschland als allererstes das Ziel. Weil in Deutschland so viele Sachen zentralisiert sind, das US-Militär ist hier, wir haben teilweise noch französische Soldaten hier, wir haben britische hier, naja, wir haben Deutsche, wir haben Belgien, wir haben alles, haben wir hier so wir haben sogar in der Schweizer Botschaft sind offizielle Garden der, ich weiß nicht, wie heißen die, Schweizer Garde hat auch einen bestimmten Namen, weil die sind doch auch für den Papst zuständig. Ja. Weil Schweiz ja irgendwie zu deren Verwaltungszentrum gehört. Keine Ahnung. Whatever. Sogar von denen haben wir welche hier. Hm. Also es ist insane, wie viel sich hier zentralisiert, welche Wichtigkeit mittlerweile Deutschland hat. Aber wir sind nicht so wichtig, dass man sagen würde, okay, ich muss jetzt meine Truppen unbedingt da stationieren. Und genau, das ist halt auch schon wieder so ein Weg in Richtung Frieden, in Freiheit. Es werden Truppen aus Ländern abgezogen, wo es nicht mehr nötig ist, dort Truppen zu stationieren. Und deswegen Props an Trump, auch wenn es der einzige Props ist, den ich ihm geben kann, dass er im Endeffekt Truppen aus Afghanistan abgezogen hat. Weil es war nötig. Afghanistan ist mittlerweile relativ stabil wieder. Ich meine, wir hören hier nichts. Natürlich nicht, weil der Krieg ist rum. Wir wissen nur noch von diesen kleinen Aufständen, die ab und zu mal sind, und das war's. Ja. Und mehr brauchen wir auch nicht zu wissen, weil mittlerweile die Demokratie, also mehr oder weniger, in Afghanistan Einzug gehalten hat. Und das ist ja auch immer der Plan hinter solchen Unterstützungen von diversen Städten, also Städten, Staatsoberhäuptern, ja, zu sagen, okay, wir möchten die Diplomatie weiterbringen. Weißt du, mittlerweile gibt es weniger Länder, die nicht diplomatisch handeln, als früher. Früher hatten wir mega viele, die Königshäuser hatten oder ja, Kommunismus, beziehungsweise halt, wie heißt es wieder? Diktatur. Ja, ja. Mein Gehirn. Ja, deswegen, ja. Dann kam noch die zweite Frage. Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, und was könnte der Staat dagegen tun? Also Corona-Politik, die vielleicht einfach mal mit allem auseinandersetzen. Was kann der Staat gegen die Schere zwischen Arm und Reich tun? Gar nichts. Die werden auch nichts tun. Weil das macht für die keinen Sinn. Die kriegen ihr Geld und sind steinreich. Da kommen wir auch wieder zu den Korruptionsfällen der CDU, ganz ehrlich. Weil im Endeffekt, die zeigen am besten, was Geld aus Menschen macht. Ja. Weil, das ist auch sehr witzig, wurde auch bei Rezo angesprochen. Es gibt beispielsweise, wir haben
eine wunderschöne Politik während Corona eingeführt. Wir haben ja Stützgeld, konnten sich ja die Firmen beantragen. Und Daimler hat sich's einfach gemacht. Haben 700 Milliarden einfach mal so gesagt, hey, die brauchen wir, weil wir müssten ja so alle Fabriken und so schließen. Eure Fabriken sind in China. China ist aktuell das größte Land, was gefühlt weniger Fälle täglich hat als Luxemburg. Und Luxemburg ist das kleinste Land in Europa. Jetzt überlegt euch mal, wo sind denn die 7 Milliarden Euro dann geflossen? Na? Wo sind sie wohl? Hallo, Investor! Herr Investor, warten Sie mal! Ich habe hier 100 Milliarden für Sie! Warten Sie! Haben sich 7 Investoren gefreut, dass sie 100 Milliarden Euro in die Tasche gespielt bekommen haben? So sieht's aus. So sieht die Politik heutzutage aus. Und so wird sie auch in 20 Jahren aussehen. Es sei denn, es kommen mal so schlaue Leute aus unseren Jahrgängen rein, die sagen, wozu soll ich Korruption machen, du Hundesohn? Warte, was das andere sagen, ja? Du Hundesohn, ja? Wozu soll ich Korruption machen? Ganz ehrlich, was bringt's mir? Ja, Geld bringt's mir, ja? Und? Ja. Und dann werden die Armen immer ärmer, oder was? Verpiss dich. Weißt du, unsere Politik später wird mal wirklich so sein, dass wir Vulgärsprache verwenden dürfen. Weil es keinen mehr interessiert. Ja, ja. Es wird keinen mehr interessieren, wie du mit dem anderen sprichst. Wir werden irgendwann mal so weit sein, wir sind jetzt schon in unserem Alter. Also Yannick ist, glaube ich, mittlerweile 23, 24? 23, ja. Ich bin mittlerweile 24 und wir sprechen mit Leuten, die weit über unserem Alter sind, die mittlerweile 30 sind oder so. Da sagen wir auch mal, Walla, Bruder, oder so. Weißt du, das sind so Sachen, die hast du dir früher nicht ausmalen können. Da warst du früher respektvoll und hast gesagt, ja, hallo, wie geht's dir denn? Ja. Und heute schämst du dich dafür, wenn du so sprichst, weil du dir denkst, warum hast du so einen Stock im Arsch, ganz ehrlich. Sprich doch einfach frei heraus, dass ich ein kleines Etwas bin, ja, und du mich nicht leiden kannst, ja? Anstatt hinter meinem Rücken dann über mich zu reden. Oder so ein Scheiß. Das macht mittlerweile kaum jemand. Du sagst einfach der Person vor dir gerade raus, was dir gerade durch den Kopf geht. Natürlich müssen wir auf Twitch und YouTube immer noch schauen, dass wir auf Vulgärsprache einigermaßen, aber wenn man versucht, dementsprechend jugendfrei zu bleiben, wie der liebe Yannick, mir wäre das in dem Fall egal, deswegen. Ja. In dem Bereich kannst du dich dann wieder muten. So, ich habe mal kurz Vulgärsprache aber verwendet, die man hier in deinem Stream sagen sollte. Genau. Nämlich das Wort mit H-U-S-A. Ja. Ein paar Mal. Weißt du, und dann irgendwann mal schließt halt dann auch wie Montana Black wegen unseren heutigen Gesetzgebigkeiten genau wegen sowas da. Und später hast du es nicht mehr. Weil später, spätestens in 20 Jahren, hast du wirklich junge Politiker da sitzen, die Gehirn besitzen, die unsere Generation mitbekommen haben, die mitbekommen haben, was überhaupt abgeht in der Welt und wie die Welt sich formt. Ja? Ja, man kann es hoffen, dass es so einfach ist, sag ich mal. Weißt du, du wirst immer noch CDU-Politiker, Politikerinnen haben, die so sind wie Philipp Amthor oder wie der eine, der den YouTube-Kanal da betreibt, keine Ahnung. Ja, ja. Die haben mittlerweile auch TikTok entdeckt, ja? Nein. Hier, TikTok. TikTok für CDUler. Also, ja, es wird einen Wandel geben der Politik. Und dann wird es auch wahrscheinlich einen Wandel zwischen Arm und Reich geben. Weil dann werden die Reichen einstecken. Die Reichen werden einstecken müssen.
früher oder später. Weil es genug Leute gibt, die aus einem ganz normalen Haushalt kommen, wie Kian Yannick oder Sven oder auch du, Lisa und Max. Die werden aus einem ganz normalen Haushalt kommen, ganz bescheidenen Haushalt, haben auch nicht viel Geld verdient, wahrscheinlich einen ganz normalen Job durchlebt, ja? Jetzt so nicht unbedingt Bankkaufmann oder so, was weiß ich, Handwerker oder so. Mhm. Und genau die werden später dafür sorgen, dass sich die Politik wandelt in die richtige Richtung. Darauf hoffe ich. Und wenn ich mit Yannick hier in 20 Jahren sitze und sage, boah, weißt du noch, 2021, dieser Talk, ja. Ich hab's dir gesagt. Mhm. Dann würde er sagen, ja, wir, Gott sei Dank ist es so gekommen. Mhm. Das wird ja einfach automatisch passieren, weil so viel, das meinte ich vorhin schon, so viele Leute beschäftigen sich jetzt damit automatisch, weil sie es auf Social Media mitbekommen. Deswegen, mehr oder weniger, setze dich mit den Politikern auseinander. In welchem Bereich wer was möchte. Ne? Ja. Du setzt dich ja mehr oder weniger automatisch und fast damit auseinander. Solche Größen wie Rezo und so helfen da ja sowieso mit. Dass man es mitbekommt. Rezo, LeFloid, ja, genau. Alle, so viele Leute mit Reichweite geben sich auch Mühe, dass man es mitbekommt. Und ja. Das ist der Vorteil, den du im Gegensatz zu den früheren Generationen hast. Es kommen immer mehr Leute ran, die wissen, wie es bei wem aussieht. Und dann wissen sie auch, okay, auseinandersetzen damit. Die Wählerschaften sind ihr gestiegen, so die Teilnahme an den Wahlen und ja. Einfach nur, weil Leute sich dafür interessieren, dass das und auch was ändern wollen. Ja? Und nicht einfach. Da gibt's so viele Leute, die einfach es kacke finden, wie es aktuell läuft. Und die Zahl der Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, ist ja schon geringer geworden. Und ich meine, wie du schon sagtest, wenn wir dann in 20 Jahren, 40 Jahren hier sitzen, ist das natürlich noch mehr gestiegen, so die sich daran interessieren, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ja? Stand jetzt. Ja. Es kann natürlich so sein, dass in 40 Jahren haben wir dann auch Leute da, die ein bisschen desinteressierter sind. Ja, dann ist halt wieder eine junge Schaft da, die das wieder ändert. Also wir werden diesen Stillstand werden wir erstmal nicht so haben, wie wir ihn jetzt aktuell seit 15, 16 Jahren haben. Ja. Das wird so nicht mehr wieder passieren. Nee. Das, halt jetzt, das ist jetzt quasi wie Corona selber. Ja. Ne? Es ist einfach aussitzen bis, ne, wir sind quasi schon im letzten Akt. Könnte man schon fast sagen, so nach und nach neues Kapitel und dann let's go. Richtig, richtig. Also nach das und nach werden halt die ältere Politiker aussteigen. Mhm. Was ich halt sehr, sehr, sehr schade finde, es gibt halt auch Politiker, wo man sagt, die haben es eigentlich gerissen und die sind ausgeblieben. Ja. Die hätten es auch nochmal 10 Jahre reißen können. Jeder eine fällt mir gerade nicht ein, der ist aber, glaube ich, nicht mehr im Bundestag. Der den schlimmen Unfall hatte und dann im Rollstuhl gelandet ist. Und jetzt kommt hier hier ist der Wolfgang? Was? Oh Gott. Ja, du weißt, wie ich meine. Den. Der war ja auch so einer, der sich wirklich mit den Sachen noch auseinandergesetzt hat. Hm. Der wirklich gesagt hat, das war einer der schlauen Köpfe der CDU noch. Das war wirklich noch einer, von dem ich damals gesagt habe, ey, wenn der sich als Bundeskanzler aufstellen würde, ich würde ihn ein bisschen wählen, also ganz ehrlich, oder, ja, keine Ahnung, also das war wirklich noch die Zeit, wo die CDU, CSU für mich noch Sinn gemacht hat. Ich meine, damals auch schon ein bisschen weniger, aber es hat immer noch Sinn gemacht. Der Anteil an den Leuten, die sich da nicht mit auseinandersetzen, ist bei der CDU halt mittlerweile fast auf 100% gestiegen. Und wenn, die paar Prozent, von denen kriegst du eh nichts mit, die sich damit auseinandersetzen. Weil die was zu sagen haben, setzen sich halt. Je weniger man sich damit auseinandersetzt, desto krasser bist du halt im Fernsehen. So wirkt das halt. Du merkst es ja beispielsweise an der Merkel, die setzt sich zwar damit auseinander, das Problem ist einfach nur, sie hat auch nicht mehr die Kraft dafür, sich. Ja, sie steht alleine. Sich da irgendwo durchzusetzen. Mhm. Sie ist ja nicht mal mehr. Sie war ja früher, bevor sie Bundeskanzlerin war sie ja
Vorsitzender der CDU. Mhm. Das ist ja auch nicht mehr seit 5, 6 Jahren. Ja. Weil die aus dem Vorstand gewählt wurde. Es wurde einstimmig entschieden, dass Merkel nicht mehr Vorstand der CDU ist. Und deswegen schaffen es solche Politiker wie Horst Seehofer dann in den Bundestag. Hm. Horst Seehofer hätte bayerischer Landesminister bleiben sollen, weil da hat er nicht die kaputt machen können. Wirklich nicht. Also das war voll okay, aber nee, ich finde nicht, dass er in den Bundestag passt. Dafür hat er zu veraltete Gedanken, genauso wie der, Söder damals. Mhm. Ja. Ja. Gut, kommen wir mal zu anderen Themen. Mir fällt nur keiner ein. Was haben wir denn? Ich habe ja am Montag noch Fragen in Community Tab noch gefragt, ob die Leute noch Fragen haben. Die wir zum Beispiel besprechen können. Ja? Zum Beispiel, gab's da welche, die geantwortet haben? Da gab es tatsächlich ein paar, die geantwortet haben. Corona haben wir hier zum Beispiel hier? Haben wir ja schon geklärt. Ja, wir hier noch zum Beispiel, dann ist es sonst so ein bisschen was im Gaming-Bereich. Okay. Das wäre natürlich ein drastischer Umschwung. Wenn du noch was hast, was einen leichteren Umschwung bringt, dann lass mich ganz kurz noch was erledigen, ich bin gleich wieder da. Ja gut, dann bin ich auch sofort wieder da, dann machen wir eine kurze Pause. Sehr gut. Ich habe in meinem Chat geschrieben, stop it, get some help. Ich habe jetzt auch mal meinen Zoom rausgenommen. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass es. Ich weiß jetzt endlich, was mich an meiner Cam stört, der Zoom. Ah. So, welches Thema zum Gaming? Ich würde es noch geil finden, wenn ich noch Zurückzoom hätte. Das wäre manchmal ganz praktisch, wenn ich bei meiner runden Cam. So ein Zoom nach hinten. Ja. Ein kleines Mal. Dafür manchmal noch praktisch. Aber ja. Alles nicht so leicht. Obwohl ich 2 Camps habe, bin ich trotzdem immer zufrieden. Ja, das ist immer nicht so leicht. Ja. Also, welches Thema hast du? So, zum Beispiel, wir waren ja schon dabei, die ganze Zeit zu sagen, womit wir zufrieden sind, womit wir nicht zufrieden sind, was aktuell alles falsch läuft. Das kann man auch im Gaming-Bereich, kann man das auch machen. Ja? Ja. Mit welchen Games seid ihr aktuell zufrieden oder würdet ihr gerne etwas ändern? Gab zum Beispiel vom Stinker, ja? Finde ich schön, dass Sven auch mal fragen. Find ich geil. Da gibt es eine relativ einfache Antwort. Am Showdown, mega geil aktuell. Feier ich wirklich, also jetzt, dass auch eine neue Map kommt, wie ich das erfahren habe, mega. Mhm. Mega, wirklich. Einfach absolute Oberklasse. Aktuell total enttäuscht, DBD. Mhm. Persönlich. Ja, ja. Verstehe ich. DBD heute gab's gestern Rang Reset ist er jetzt. Ab heute ist er so, man fängt mit Rang 20 an. Immer. Ja. Also Rang 5 wird nie wieder knacken, weil jetzt ist ja dann MMR noch mehr so, dass du es immer genauso immer schwer hast. Genau, du wirst es halt immer schwieriger haben. Ne? Ja. Und du kannst es halt auch ein bisschen auseinanderfremeln, wenn du jetzt zum Beispiel mit Sven spielst, der 30 Stunden weniger hat. Im Vergleich. Was? Dann kriegst du einen, der hat so die Mitte. So im besten Fall. Bei DBD ist es ja so, wenn du nach 5 Minuten nichts hast, dann kriegst du einen Random. Der egal ist. Ne? Man ist whatever. Ich find's bei DBD finde ich es aber immer schwieriger, weil anscheinend ist jetzt zum Beispiel in DBD der Stand, dass die Kotzerin jetzt einen Buff bekommen hat. Weißt du warum? Weil ein Bug reingekommen ist in die neue Update, wie bei der Fäule. Die Fäule wurde gebufft durch Bugs. Jetzt ist das bei der Kotzerin so. Die kann jetzt durch Wände schießen. Ja, genau! Ja! Den Palettenbug gibt's ja auch immer noch. Den haben auch auf den Testservern gibt's den Palettenbug auch immer noch. Also. Was war da der Bug nochmal? Wenn du die Palette umstößt, wenn er dich schlägt, ist das 50-50, ob er überhaupt gestunt wird. Weil mittlerweile aktuell ist das so, dass der Killer, dass die Chance gut da ist, dass der Killer einfach durch die umgestoßene Palette buggt und dich trotzdem hauen kann oder dass er gar nicht gestunt wird, whatever. Also. DBD ist halt so aktuell im Culling-Modus, was sich so selbst erschießt. Ja. Ne?
Deswegen gibt es auch jetzt mittlerweile sehr viele alte. Ja. Also, was ich zum Beispiel, bei welchem seid ihr komplett zufrieden? Ich hab, komplett zufrieden könnte ich zum Beispiel selten sagen. So Multiplayer-Games gibt es aktuell fast immer etwas, was mich stört. Zum Beispiel MMR. Ja. MMR ist ja auch ein neues Ding. So lange gibt es das ja noch gar nicht. Aber das ist halt so, es fühlt sich an wie VR, VR, noch nicht durchentwickelt. Weißt du, so, Wish, hier, da sind 5 Euro, MMR, geil, let's go, installieren, in welches Spiel immer. Nimm Hand, nimm Valo, nimm DVD, 5 Euro, MMR. Die Frage ist so ein bisschen, welches Spiel war das erste, was MMR geboten hat? Ich glaube, in meinem Kopf war es Valorant. Das kann sein, also MMR kam wohl 2019 ungefähr. Das ist Valorant. Das müsste dann passen, ne? Das ist Valorant, Safe Port. Und das ist genau das, was ich mir halt so denke, ne? Mhm. Die Spiele schauen sich ab, okay, welches Ranksystem ist Valorant? Funktioniert halt gar nicht. Ja. Hä? Was? Nur weil sich ein paar Leute nicht beschweren. Weil sich der Großteil einfach klein hält und einfach nichts sagt und jeder spielt und man sagt halt, es funktioniert, dann funktioniert es oder was. Mhm. Ja, nee, funktioniert eben nicht. Valorant ist ein komplettes Chaos. Es ist wirklich schlimm. Du kannst nicht mit Leuten spielen, mit denen du spielen willst, weil die einen zu hohen Rang haben. Anekdote, Dalu hat 6 Accounts. Ja. Dalu hat 6 Accounts. 6 Accounts, auf denen er wahrscheinlich auf 3 oder 4 mittlerweile Skins hat. Wahrscheinlich sogar allen 6. Auf denen er zumindest sehr aktiv ist, weil er immer, wenn er mit jemand anderem spielt, muss er mit einem anderen Account wechseln. Ich habe letztens Valorant bei ihm zugeguckt, er musste live wechseln. Er ist Uprank, GG, ja geil, ich darf meinen Account wechseln. Danke fürs GG. Ja. Erstmal, danke wir raus, raus Tam abmelden, let's go, nächster. MMR ist mittlerweile so krass, es ist so krass, dass Leute sich aufregen, dass sie aufsteigen. Ja. Früher bei CS, ich meine, das ist heute noch so, du steigst gemeinsam auf und steigst gemeinsam ab. Ja. Wo du eingerankt wirst, ist immer noch ein Unterschied. Ja, ist halt so. Das ist halt so. Weil du wirst halt anders gerankt, durch deine, ist im Endeffekt auch so eine Art MMR, aber es ist halt nicht wirklich so eine richtige MMR-Sache. Mhm. Du wirst halt anhand deiner Kills und deiner Assists anders gerankt als jemand, der weniger Kills und weniger Assists hat. Ja. Das ist halt so. Aber das soll ja auch so sein. Aber im Gegensatz zu allen anderen Spielen sagt dann halt CS, ja, aber ihr dürft halt trotzdem zusammenspielen. Ist mir doch scheißegal. Wenn du halt dann absteigst, dann steigst du halt ein bisschen schneller ab als der andere. Ist mir doch vollkommen egal. Ja. Fertig aus. Das ist halt dann nur so dieses unentwickelte MMR, was irgendwie jetzt so das Ding geworden ist. Was noch gar nicht richtig durchdacht ist, was noch so den Anfangsbuchstaben ist. Hand Showdown, finde ich, in der Anfangsphase ist okay. So, du wirst an die Hand genommen. Bis Tier 2 ungefähr. Dann ist okay. Also ich glaube, Sven könnte, wenn er nicht mit uns spielen würde, und sonst eine Gang hätte, die ungefähr in seinem Bereich ist, hätte Sven einen Spaß seines Lebens. Aber bei Hand ist es so, du wirst an die Hand genommen, bis Tier 2. Und danach ist es so, danach kommst du in den Handknast und musst auf einmal Seife aufheben und dich bücken. Ja, so ist das. Auf einmal kommt jeder so an und will und grabt dir am grabbelt dir mal hintern rum. Ja, das geht um MMR. Es geht um MMR. Ja. Und dann auf einmal, Hand ist einfach bis 67 ist okay. Was? Es gab MMR schon in StarCraft. Ne? Ja, aber so wie es heute existiert oder halt so das damalige also, MMR? Das damalige, weil das MMR, was wir heutzutage haben, gibt es seit 2019. Also das Ding, das große MMR, was Problem, was wir haben, ist seit 2019 da. Und das ist halt so. Weil halt alle sich irgendwie an Valorant orientieren, anstatt ihre eigene Scheiße durchzuziehen. Ja. Also irgendwie macht es jeder auf seine Art, aber jeder macht es nicht durchdacht. Ja. Ne? In Hand ist halt. Also, wie gesagt, bis 67 ist es nice. Danach hast du. Bist du Rang 68 und bist auf einmal bei Prestige 30. Ja, aber Lazar hat gerade so alle noch angesprochen, die Vorform von dem von heute. Aber quasi fast dasselbe, wie es in LOL ist.
Ich meine, ich spiele nicht viel LoL Rank, aber du hast in LoL Rank ja auch das Problem, bist du zu weit oben in der Elo, kannst du nicht mit anderen spielen. Und das ist ja nicht erst seit gestern so, das ist halt wirklich schon seitdem das Rank-System, keine Ahnung, wann haben die das zuletzt geändert? Also großartig geändert, MMR-technisch. Keine Ahnung, vor 10, ja, vor 10 Jahren jetzt nicht, vor 5 Jahren oder so. Und seitdem kannst du halt mit Leuten oder ich weiß nicht, wie es in Season 1 war. Ich bin erst seit Season 7 mit dabei, aber ich weiß, dass ich von vielen gehört habe, hey, wir können nicht in Full Squad spielen, weil wir haben eine zu niedrige MMR. Weil der eine Bronze war und dann einer Gold, der andere wieder Platin, Diamant, whatever. Weil alle halt unterschiedlich gerankt waren. Weil die halt wollen, dass du zusammen rankst. Und zwar dauerhaft. Dass ihr ein Team seid, dass ihr ein Team bildet und dass irgendwo vielleicht irgendwann mal E-Sport landet. Ja. Bei Velo schwierig, Damit weil die. bis die R3 ist okay danach. Richtig, richtig. Und das finde ich auch irgendwie strange. Ja. Weil bei LOL machen sie es so, ja, macht doch, was ihr wollt. Auf Deutsch. Bis auf ein paar grundsätzliche Themen, wo man dann sagt, hey. Man nicht Elo boosten kann. Ja, natürlich. Elo boosten sollte man auch nicht dürfen. Aber in manchen Spielen ist es halt unangebracht. Ich meine, in LoL ist es wirklich angebracht, dass du halt so deine Elo eben hast, wo du reingehörst. Aber ich finde, in Spielen wie in Valorant, genauso wie in CS, gehört sowas nicht. Na. Das ist ein Shooter-Game, das ist ein Team-Shooter. In Team-Shootern gehört es dazu, ein Team zu haben, wie jetzt beispielsweise wir mit der Akatari Town Crew. Ja. Sagen uns, wir sitzen uns Übrigens jetzt gegen das Land fest zusammen. Splittet, aber da kommen wir nachher zu. Oh, Da was? kommen wir nachher zu. Zersplittet? Was? Da kommen wir nachher zu. Was? Spoiler Okay, nicht. wo wir uns halt jeden Samstag hinsetzen und sagen, komm, wir zocken jetzt einfach CS zusammen in Ja. der Truppe und machen das einfach und schauen, was wir halt so erreichen können. Also, ja. Und seitdem läuft das halt. Und ich finde das mega nice. Also die Jungs haben das ja am Anfang eher so für sich gemacht und ich war eher so ausgeschlossen. Ja, da gab es auch einen Grund für. Da gab es Grund Da gab es dafür. einen Grund für, ja. Aber Was der Grund ist. war dann irgendwann, ja, komm, lad ihn ein. Hä, welchen Grund gab es denn dafür? Das würde mich interessieren. Ja, kann ich dir nachher sagen. Meinst du offscreen, weil die Ja, hier sag ich dir sitzen? off-stream. Ich will nicht im Stream mehr, sondern will ich irgendwelche Sachen tun. Dass wir gerade, die Person sitzt zufällig gerade an seinem Bildschirm und schreibt dir im Chat, oder? Nee. Oh, krass. Also, das war was anderes. Nein, aber um kurz noch zurückzukommen, finde ich schwierig. Bei Velo finde ich es halt so eskaliert. Also, ne, also ich bin super gerne auf Twitter. Und auf Twitter habe ich letztes Jahr meine Top-Flop-Liste gemacht. Müsste letztes Jahr gewesen sein. Und da habe ich Valorant in den Flops drin gehabt. Wir hatten Turniere gemacht da drin, die Spaß gemacht haben. Ne? Aber so, das Spiel an sich ist cool. Das fühlt sich smooth an und was weiß ich, das Gameplay nice und so. Aber so alles im Hintergrund, das hat mich so aufgeregt, so dieses Casual. Du musst. Ich gucke Streams und sehe, wie jemand einen Account wechseln muss, nur weil er sogar im Casual das so ein großer Unterschied ist. Ne? Oder wie aus einem Team-Shooter auf einmal so, ja, wenn du ganz oben mitspielen willst, darfst du halt kein Team spielen. Ich finde das alles so. Es ist so lächerlich aktuell. Dieses Das ist richtig. Masse statt Klasse, weißt du, so, du kannst. Das ist das einzige Gute daran, dass ich schlecht für den Shooter. Das Problem. Ich habe das direkte Problem nicht, ne? So, dass ich direkt sagen muss, okay, ich muss jetzt auf Account 3 wechseln. Ne? Aber ich krieg's ja trotzdem mit, wie viele Leute das stört. Nur weil, ne, es gab heute eine Umfrage, was ihr Lieblingsspielmodus? Single, also eins Solo-Spieler, Duo, Ja. Squad. Ne? Sport. Squad, habe ich auch ausgewählt. Und war natürlich das Niedrigste. 70% waren bei Single. So 20 bei Duo, 15 bei, ne, 10 bei Squad, die restlichen. Schreib in die Kommentare, bla. Ne? Macht aber auch Sinn, weil Ja. ich spiele auch hauptsächlich Solo, weil ich ja halt keinen Support habe in Valorant.
Ja, aber Und es ist, ja. ich würde gerne ein Squad haben, aber ich habe keins, weil es macht keinen Sinn. Es Ja. macht einfach persönlich keinen Sinn. Wenn du ein Squad machst, dann wirst du bestraft dafür spätestens, wenn du ja, Immortal erreicht hast. Aber das ist doch dein Ziel. Du willst doch zeigen, dass du der Beste bist. Ja. Und deswegen gehe ich solo und verkacke halt da drin. Ist mir scheißegal, dann bin ich halt Hardstuck draußen. Ist mir doch scheißegal. Ich hab meinen Spaß des Lebens, lerne neue Leute kennen. Das ist auch cool. Aber es macht halt irgendwann mal keinen Spaß mehr. Wenn du dann die fünfte oder sechste Runde dann verlierst, hast du keinen Bock mehr auf dieses Game. Und dann sagst du dir, dann bin ich halt erstmal wieder für 4, 5 Wochen weg, tschüss. Und dann komme ich halt irgendwann mal wieder. Und dann butter ich halt nochmal 10 Euro für ein Skin rein oder so ein Scheiß. Ist mir auch scheißegal. Weil ich spiele es ja ab und an. Und dann ist es halt so. Und dann natürlich verdient Riot trotzdem daran, weil ich meine 10 Euro reinbutter. Aber gerade weil diese Playerbase da ist, die dann sagt: Boah, ich brauche den neuen Skin, ich brauche den neuen Skin, ich muss das machen, hier machen. Ich kaufe mir das komplette Bundle. Ich habe mir kein einziges Bundle gekauft. Weil ich nicht einsehe, den 70 Euro in ihren Rachen zu schieben. Lieber schiebe ich 20 Euro rein und das dann vereinzelt und habe dann ein paar coole Skins, wo ich sagen kann, ich habe eine coole Auswahl. Und kann sagen, boah, geil, mag ich. Und die Skins werden ja auch immer geiler, aber das Spiel wird nicht geiler. Die wird einfach nur noch hässlicher. Jetzt haben sie Viper so weit gebufft, dass sie halt playable ist. Ja? Ich spiele sie, ich habe mega Spaß daran, Viper zu spielen. Es macht mega Fun. Ich habe heute eine Runde gewonnen, das war so geil. Es war so geil, mit den Leuten zusammenzuspielen. Wir haben uns auf Englisch ein bisschen unterhalten, haben uns Kommandos gegeben, wo was ist. Mega geil gewesen. War eine mega geile Runde. Habe einfach mal 32 Punkte Aufstiegspunkte bekommen, ja? Game danach war scheiße. Weil keiner geredet hat. So, das ist auch schon ein grundlegendes Problem. Es redet keiner. Genau diese Personen sollten einfach aus dem Spiel verschwinden. Weil dann ist es ein Team-Shooter. Und kein ich solo, ich überlege mir irgendwas und hab Scheiß auf mein Team. Ja, aber da ist halt das grundlegende Problem. Du hast. Valorant ist halt kein Team-Shooter, so für mich, weißt du? Es ist halt so Gamble. Ja. Es ist halt quasi Gamble the Game, weißt du? So, entweder hast du ein Team, auch durch Randoms oder so, oder nicht. Also, du bist ja gezwungen, mit Randoms mehr oder weniger zu spielen, weißt du? Das. Richtig, aber wir Also, sind jetzt das, auf was einer Grund. Valorant sein will, ist ja einfach. Einfach die Mehrheit abstauben. Ich meine, Ja. ich sehe ja nur überall hier auf Twitter hier jetzt live Solo-Queue oder Duo-Queue vielleicht noch, ja, aber Ja. ich bin halt von CS zu Valorant zurück zu CS, was einfach für mich viel mehr Spaß macht, so in unserer Vierer mal fünf, mal von mir aus auch mal zu dritt oder so. Auch das wäre zu viel für Ja. Valorant. Das, Ja. ne, ich finde es schwierig. Richtig. Weil, wenn du kein Full Squad in Valorant hast, macht es keinen Sinn. Und wenn ihr nicht alle die gleiche Elo-Zeit Ja. seid, macht es auch keinen Sinn. Ja. Und sobald ihr im Endeffekt Diamond, sobald man Diamond 3 erreicht hat, ist halt dann rum. Und was willst du dann machen? Dann spielst du wieder CS oder was? Ja. Dann CS schaffst du sowieso nie Global Elite. Da schaffst du höchstens Gold Nova, was weiß ich. Oder was weiß ich. Master Guardian, Master Guardian oder so ein Scheiß, ne? ja. Dann bist du Master Guardian, dann fühlt sich auch schon krass. Ja. Aber dann hast du auch was erreicht, weil das erreichen die wenigsten im Prozentsatz. Und Immortal erreichen im Prozentsatz die meisten. Also du bist Master Elite in Valorant, wenn du Eisen erreicht hast. Dann bist du krass. Weil das sind die wenigsten Leute. Es sollte nicht sein, dass die niedrigste Elo die wenigsten Leute sind, sondern die meisten Leute und dann immer weniger. Aber das hast du bei Valo nicht. Du hast mehr Radiant-Spieler, was sie ja mittlerweile auf eine bestimmte Anzahl reduziert haben. Das heißt, du pendelst die ganze Zeit zwischen Immortal und Radiant hin und her, weil irgendjemand irgendwie besser in der MMR steht. Pendelst die ganze Zeit hin und her, hin und her und hin und her und hin und her. Und du erreichst ja nichts. Du erreichst kein großes Ziel, weil das erreicht ja jeder. Ich bin Hardstack Bronze und ich bin froh darüber.
Natürlich will ich irgendwann mal Silber oder Gold erreichen. Natürlich will ich das. Aber das ist mein Ziel. Das mehr will ich nicht. Weil alles, was drüber ist, ist scheiße. Alles, was drüber ist, kann ich nicht mit Freunden zocken oder mit Bekannten von Freunden. Das ist einfach krasser Müll. Aber wir sind eigentlich von der eigentlichen Frage weggekommen, ne? Ja, nee, das passt ja alles. Ich meine, was würden wir denn ändern? Was würden wir denn ändern, David? MMR erstmal raus, bis es entwickelt ist? MMR raus, ja. Bis MMR raus. man sich Gedanken drum gemacht hat? Ja. Komplett raus. Und einfach dann dieses wunderschöne alte CS-System nehmen. Ja. Egal in welchem Game. Einfach schönes Ranked-System machen. Kann man jetzt vielleicht nicht auf alle Spiele Ja. einbürgern, ja, Aber aber du auf die kannst meisten. halt, es gibt so viele Alternativen zu einem unausgereiften MMR-System. Richtig, Ne, richtig, ja. und ne, wenn man sich Gedanken machen würde, dann könnte man da auch einfach was machen, woran man mehr Spaß dran hat. Für zum Beispiel, Richtig, ja. ne, DBD ist die neueste Idee, jeden Monat zurück auf Anfang ist es zum Beispiel auch nicht. Ne? Bei DBD würde ich halt so viel aktuell ändern, ich weiß nicht, So was. schwierig. Ne? Die Entwickler machen so viele Sachen, die Quatsch sind aktuell. Man Das, muss ne? sich mal überlegen, der Streamer in Deutschland, der DVD immer noch wirklich gerne spielt, ist Dalukar. Ja, Und selbst der sagt und hat wirklich zynisch gesagt, es ja, bringt mir sowieso nichts, wenn ich jetzt Rang 1 bin diesen Monat, ne? Nächsten Monat bin ich ja wieder Rang 20, also warum soll ich mir jetzt noch großartig Mühe geben? Ja, genau. Und das hat er zu Julie gesagt, die Rang 12 war. Warum sollst du die Mühe geben? Warum? Macht doch keinen Sinn. Genau, die haben Bist du sich. sowieso wieder, bist doch sowieso Rang 20 in ein paar Tagen. Die wollten halt einmal Rang und so, weißt du, einmal Rang 1 erreichen, weil war so das Ziel für die meisten, weil ab gestern ist es jetzt so, es ist nichts sagen, weil du hast durchgehend Rang 1 Matches quasi, wenn du mal Rang 1 warst. Du hast durchgehend. Wenn ich Solo spielen würde, hätte ich jetzt durchgehend Rang 6, sagen wir mal, Rang 7 oder sonst irgendwas. Sven hätte durchgehend Rang 16. Du hättest durchgehend Rang 10, sagen wir zum 10. Beispiel mal. Ne? Ja. Durchgehend. Egal, wo du gerade bist bei deinem Rang, das ist. Da würdest du. Weißt du, erst wärst du jetzt Silber 1 zurückgestuft und hast trotzdem durchgehend Global Elite Gainer. Ja, und. Durchgeht. Du Das ist Quatsch. kannst ja zum Beispiel nicht ab. Wie willst du abranken? Wenn du Ja. durchgehend nur Competitive spielst. Warte Es mal ist ja kurz, ich muss durchgehend. mal ganz kurz Ja. nach. Ja, kein Ding. Ja. Ich meine, es ist ja schwierig. Ich meine, ich werde noch so lange über MMR reden, bis da wieder da ist, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt ein neues Thema anfange. Ne? Aber es ist ja einfach so schwierig, weil du hast das System, wo man sich leider keine wirklichen Gedanken zu macht. Ne? Und es ist eine Qual. DVD ist jetzt zum Beispiel ein Extremfall. Valorant könnte man jetzt auch als Extremfall nehmen. Aber ich meine, das sind mehr oder weniger die meistgespielten Spiele so im Multiplayer-Bereich. Deswegen muss man diese Extremfälle nennen. Es ist so ein Käse, was aktuell gemacht wird. Ne? Und Spiele, die keine MMR haben, im Multiplayer-Bereich, die denken sich, komm, wir machen jetzt auch MMR. Anscheinend ist es das ja. Es. So, Im da bin ich wieder. Gaming-Bereich, ne, es ist irgendwie so, auch so, ich will nicht sagen Stillstand, es ist ein Rückschritt, finde ich, aktuell. Weil Aktuell, ja. alle halten sich an dieses unentwickelte Programm, was viele ärgert, aber die Entwickler irgendwie nicht mitbekommen. Warum auch immer. Sie sollten lieber das Anti-Cheat-Programm von Riot alle kaufen. Das ist eine gute Idee. Da macht er nichts falsch. Da bin ich ganz ehrlich. Da macht er überhaupt nichts falsch. Anti-Cheat-Programm in Vanguard einfach mal in CS reinklatschen. Hast ein gutes Anti-Cheat-Programm. Da hast du keine Hacker mehr. Du bist ja nicht mehr Hacker verseucht. Kannst du beispielsweise auch in DayZ reinhauen. Wetten, dann spielen wieder ein paar Leute DayZ? Das wär der Oberhammer, Alter. Ja, du zuerst. DayZ, neuer Aufschwung. Ja, du zuerst. Kann man ja auch nehmen. Ja, oder CS? Bei CS war einfach bei CS das Anti-Cheat-System, ja, du darfst zwei Matches pro Tag gewinnen. Da bist du erst bei 24 Stunden gesperrt. Und das geht dann so lange, bis du gerankt bist. Das ist das Anti-Cheat-System von CS.
Richtig. Und wenn du gesperrt werden solltest, dann machst du dir halt einen neuen Free-to-Play-Account und machst das Spiel nochmal. Richtig. Ja, es mag sein, dass das Leute abschreckt, aber die sind früher, da. Sie bleiben noch, da. Früher war es noch, dass du 20 Euro in die Hand nehmen musstest, um CS zu kaufen. Ja. Jetzt ist es free. Neuer Account, neues Glück? Richtig. Ja. Und machst du einen neuen Steam-Account, holst du CS ran, fertig. Ja. Und auch und allein dieses System, früher wurde auch gefühlt mehr gebannt, also so gesperrt und so. Jetzt machst du halt, jetzt ist das für mich DBD, dieses Daumen hoch, Daumen runter, ist genauso aussagend wie CS mit einem Melden. Das ist genau, also das beides auf dem Niveau für mich wie, keine Ahnung, erste Klasse, trauriger Smiley, glücklicher Smiley über dein kleines Diktat, was du da abschreiben musst, was der Lehrer da gerade vorgesungen hat. Ja. Oder der Klassensprecher, die Strichliste macht. Ja, genau. Es ist einfach so nix aussagen. Du kannst da reinschreiben, was du willst. Es guckt sich keiner mehr an. Das vor CS, ich habe CS vor einem Jahr Wingman gespielt mit Mirko. Palkia, ja? Ja. Und da habe ich Leute gemeldet. Ein paar Tage drauf wurde erfolgreich gemeldet. Ich denke mir so, ja, nice. Heutzutage, allein in unserer Unranked-Zeit, wo wir noch zwei Matches pro Tag gewinnen mussten und sowas alles, so viele gemeldet unter anderem. Du kriegst auch so aus unserem Team, weil wir fünf Mann waren wir erst, als wir ungefähr gerankt waren. Ne? Ja. Und selbst heute sind wir nicht immer fünf Mann, das ist auch mal 50-50. Wenn überhaupt. Und, also jetzt werden wir eh nie wieder fünf Mann sein, aber kommt später zu. Lol, so krass ist das gespalten, okay. Und du musst gleich das Thema weg. Und es ist einfach so, ich habe den Faden jetzt verloren. stimmt. Und selbst wenn du jetzt aus deinem eigenen Team einen offensichtlichen Cheater meldest, es kommt nichts mehr. Es ist irgendwie irrelevant geworden, weil mein Davids Account, ne, du hattest ja auch mal ein Problem mit deinem Account, wie lange du warten musst, das Gefühl. Weil die Valve-Mitarbeiter mittlerweile sich Beispiel genommen haben an der deutschen Politik. Keine Ahnung. Was machen wir heute? Ja, nix. Ja, geil, also, achso, unser Plan von gestern, ach, den machen wir heute auch noch. Ja, und was machen wir morgen? Ja, auch nichts. Ach, das ist ein Wochenplan. Ja, ja, Monatsplan. Die haben drei Tage gebraucht. Keine Ahnung. Die haben drei Tage gebraucht, um mir meinen Account wiederzugeben. Ja, das ist einfach so. Da ist niemand mehr. Fünf Mitarbeiter, die noch eingeschaltet sind für CS. Und die anderen, was machen die? Vielleicht noch ein bisschen Steam updaten? Ein bisschen mit Gabe Golf spielen? Ich weiß es nicht. Was machen? Ich weiß nicht, was die Valve-Arbeiter machen. Die machen noch die Prozente. Lass es nicht vergessen. Ja, gut. Prozentaktionen planen die noch. Okay. Mit den Entwicklern zusammen. Wovon die Entwickler die meiste Entscheidungsgewalt haben. Ja. Ja, wie viel Prozent dürfen wir denn geben? Ja, da könnte er 75 geben. Hm. Ja, warum denn? Ja, weil sich das Spiel gekauft hat. Aber das ist, ne? Zum Beispiel, wie findet ihr CS eigentlich? CS eigentlich ist auch, finde ich, ein gutes Spiel. Ich mag das, ich mag die Waffensounds, ich mag das Waffengefühl. Ja, ich mag, wie sich jede Waffe anders anfühlt. Ja, Pistolen zacken, ja, komplett, aber das Waffengefühl ist aber auch ein Käse. Aber jede Waffe fühlt sich so anders an. Also, das ist ähnlich wie Valorant, finde ich so. Ne? Also, es fühlt sich cool an, das zu spielen. So das Gameplay macht Spaß. Alles drumherum macht keinen Spaß. Und das finde ich so, ist das Schwierige so an den, so an Shootern. Aktuell so. Ne? So Hand zum Beispiel auch. Hand macht super viel Spaß, aber so das Ding dahinter so, vorher so viel Stillstand, ein paar Skins und so, aktuell bringt sie einen Boss raus. Neue Map und so, wieder cool, sind wieder ein bisschen aktiver. Aber, MMR sind sie am Überlegen. Vorher war es ab 67 ist Open World. Pfeffern. Ich finde, bei so einem Spiel ist MMR wirklich wichtig. Ja? Weil du so viel Prestige hast. Ja, du kannst. Bei Hand war Open Office. Du machst was früher ein CS, ein Casual Match ist, wo du einfach mit einem zusammengewürfelt wirst. Ist heute bei Hand immer noch normal. Weil sobald du Tier 2 erreicht hast, ab danach hast du
Alles. Weißt du, wie jetzt zum Beispiel Grundschule raus, kommst du in die 5. Klasse auf einmal, sitzt du dann mit den mit Professor Pupsi oder so, was weiß ich? Der einfach sich denkt, mit ja komm. Professor Blaubeer, bitte, ja? Ja, mit Professor Blaubeer, der jetzt Prestige 5. Klasse macht, was weiß ich? Ja. Der weiß natürlich, so 3x3 kommt der schon eher drauf, weißt du. Der weiß halt, wie der Graf verläuft. Der weiß, wo der Hase sein Netz hat. Ja, der weiß halt, er muss nur sein Giftbolz nehmen und du bist weg. Ja, du weißt das noch nicht. Ja, du kriegst dann halt so hart auf die Schnauze und... Und der kommt halt mit der Armbrust um die Ecke und... Das ist so bei vielen... Ganz nicht schlecht. Ja, bei vielen Shootern ist das aktuell das Problem, dass... Selbst wenn das Gameplay, das Spiel so an sich Spaß macht, so alles, was dahinter ist, will dir einfach nur auf die Fresse hauen. Ja. Ne? Also ich finde mittlerweile, also jetzt auch, wo dann die Rust-Zeit vorbei war, habe ich mir wirklich mal wieder so eine Zeit gewünscht, wo alle Leute sich einfach mal in Survival hinhocken. Nehmen wir jetzt mal mein liebstes Beispiel, ne? Weil DayZ ist eigentlich ein gutes Spiel. Ja. Aber der Hype ist einfach vorbei. Es ist ein sehr gutes Spiel. Hm. Es war sehr lange verpackt. Es ist mittlerweile echt extrem gut geworden. Die Zombies sind auch nicht mehr so hardcore verbuggt. Natürlich passiert noch der ein oder andere Fehler. Das ist halt nur mal so, du kannst bei so einem großen Spiel nicht immer alle Fehler rauspatchen, aber die haben das Spiel mittlerweile mega umgesetzt. Ich würde mich mega freuen, wenn es wieder so einen richtig geilen DayZ-Hype-Game geben würde, wenn den irgendjemand anstößt, ja? Macht's aber alle? Nein. Warum nicht? Weil das früher die Peets gemacht haben. Die Peets haben damals gesorgt, dass, oder viele in dem Bereich, im Let's Play-Bereich, haben dafür gesorgt, dass DayZ einen Hype bekommen hat. Ja, das und dann hat jeder DayZ gespielt. Ja. Und heute ist es Rust oder jetzt Conan Exiles auch teilweise. Ich habe, by the way, zum Thema, Dalukat hat keinen Bock auf Conan Exiles. Ich habe einen Gegenbeweis dazu. Er hat letzten Monat Conan Exiles gespielt, hat er sogar in seinem Streaming Highlights drin. Ja, klar, also so, er hat den Stresstest ja mitgemacht. Ja, genau. Von der neuen Season. Da hat er aber auch nur mitgespielt, weil er spielt ja viel mit Shuyoka, Pia, und genau. Der hat dann natürlich Bock drauf gehabt und sie war der einzige Grund, warum er sich gedacht hat, komm, okay, du machst den Stresstest einmal mit. Und die hatte dann technische Probleme, ja, da hat was auch gefuckt. Das glaube ich. Aber weißt du, aber ich finde, sowas finde ich, ich freue mich immer für Leute, die so zum Beispiel so ein bisschen, was weiß ich, Julie oder so, die ist Partner geworden durch Rust jetzt. Ne? Sowas finde ich zum Beispiel ganz geil. Das ist geil, ja. Also sowas, mit solchen Sachen bin ich halt immer zufrieden. Also so, wenn so Games so einen Erfolg bringen, auch für Leute, sich damit vielleicht was aufzubauen oder so, was weiß ich. Sowas finde ich zum Beispiel cool. Also sowas ist immer nice. Ja, oder was ich jetzt hier gerade sehe, Gippy Gaming. Ja. Seitdem er auch beim Rust-Projekt dabei war, hat er immer so durchschnittlich zwischen 50 und 130 Zuschauern. Mhm. Gerade beispielsweise 129. Ja. Das hatte er vor ein paar Monaten nicht. Mhm. Der hatte seine 20, 30 Stammzuschauer und das war's. Ja, vor allem in Rust selber als So, es ist halt krass, wenn so die Größen, so Dalu, wer war noch da? So Rust-Zeiten, so in Anfangszeiten. War so noch Floyd, da war. War so. Vless. Und wenn die alle off sind. Und dann hat Gippy auf einmal vierstellig so. Und der war komplett überfordert. Der war einer der wenigen. Der war ein Tag mal, so, das war glaube ich die allererste Season. Der war so ganz am Anfang. Der war den ganzen Tag quasi fast alleine. Und der ist so unter 100 gewöhnt und dann war man dann vierstellig, nur weil die Leute alle Rust gucken wollten. Ja. Und er ist so komplett... Und Dalu kommt immer rein. Komplett überfordert. Ja. Und sowas finde ich geil. Ne? Das so war ja zum Beispiel... Bei Items war es ja auch so. Items hat ja auch... Weniger. Und er war Conan X hat deutlich weniger Spieler gehabt als Rust. Weil viele eine Pause wollten. Ne? Ich meine, viele haben auch vorher aufgehört und so. Das ist ja erstmal egal. Aber Item passt zum Beispiel auch immer mal 1000. Weil er von den wenigen Leuten war, die noch das Spiel gespielt haben. Sowas freut mich, sowas finde ich geil. Wenn du Leute hast, wo du merkst, die sind schon länger dabei, die haben Spaß daran und so. Sowas finde ich an Games am geilsten, wenn sie auf einmal Leuten eine Möglichkeit geben. Ja. Sowas macht dann halt immer lang. Dann, was ich natürlich immer sehr geil finde, ist halt, da habe ich ja auch gesagt, wenn du Personen raidest, du kriegst irgendwann mal so ein Backfeed irgendwann mal.
Hatte ich beispielsweise damals bei Chosa, ist ein Streamer, den ich seitdem auch länger schon verfolge, hat mir damals bei Sekiro einfach geradet. Fand ich mega. Natürlich sind nicht viele Leute da geblieben, aber das finde ich, glaube ich, habe ein oder zwei Follower an dem. Aber wenn, ja, dann, gut, wenn du dann halt mal, wenn du halt mal den Mega-Lack bekommst, so einer wie Daluka, Pete, oder auch, was weiß ich, wenn es nur Judy ist, die dich raidet, oder ja, oder auch Gippy, ne? Also das sind ja auch, gehören ja eher zu den kleineren bis mittleren, ne? Immer noch, weil die kleinere kannst du ja mittlerweile gar nicht mehr zählen, wo das anfängt und wo das aufhört. Ja, genau. Dann ist es halt schon ein geiles Gefühl. Und ich finde, so ein Moment, wenn er dann auch für Gippy war schon ziemlich krass, als er halt dann 1000 Zuschauer hatte. Der natürlich ist er überfordert, weil er ist es nicht gewöhnt. Ja. Und das ist dann schon harter Stress drüber. Allein zum Beispiel, Gippy hatte gestern Geburtstag. Und so und streamt dann einfach so, der hat gestern Open End fast seit 14 Uhr oder so. Keine Ahnung. Haben wir gestreamt, okay. Auch mit Dalu und so. Und Dalu, natürlich auch am Stream. Nebenbei, auf einmal gibt Dalu ist live im Stream. Ja, Gippy auch. Dalu nebenbei einfach mal 100 Subs gegiftet bei Gippy. Was so live, Alter. So einfach so komplett random nebenbei, fand ich. Sowas finde ich einfach mega. Einfach mal 100 Subs reingegeben. So out of nowhere, sowas finde ich geil. Ja, das so, ist geil. Ja, oder auf einmal so, Gippy wurde wie von 5 verschiedenen Leuten geradet an dem Tag, ne? Also auch so Geburtstagstream und so. Das nenne ich halt Freundschaft, weißt du? Das ist halt sowas ist halt geil. Ja, also Dalu gibt sich halt, der gibt sich halt so viel Mühe, dass seine Friendos da einfach auch ein Stück was Kuchen abbekommen, ja? Ja. Dalu, wenn da jetzt eine Party ist oder so, Dalu ist einer von denen, die sich da mit Messer am Kuchen hinstellen. Du nicht. Bist du kein Friend und kriegst ein Messer. Zack, zack. Weißt du, ja, Dalu will, dass jeder seine Freunde Stück Kuchen abbekommt. Dalu ist deswegen gucke ich den auch so gerne, weil der halt echt sich Mühe gibt für andere Leute und sich halt auch da einsetzt und was weiß ich. Ich bin, glaube ich, nicht die einzige Person, die das damals so ein bisschen gesehen hat, ne? Aber damals, als Dalu mit dem Pizza angefangen habe ich ihn immer so als Ersatz von Hardy gesehen, ne? Von der alten Katze. Ja, der war der Erste, der gepasst hat, ja. Ja, und irgendwann, ich habe ihn auch damals nicht so gemocht, weil ich war voll der Hardy-Fan, ne? Voll der Hardcore-Fan. Aber als ich dann irgendwann angefangen habe, so mal auf seine Videos anzugucken, mir so sein TTT-Projekt anzugucken, da habe ich ihn lieb geworden. Weil er einfach so eine chillige Person ist. Der nimmt das alles so chillig hin. Und der hat Spaß daran, einfach mit seinen Freunden da, weißt du, mit der Troubletown-Crew, einfach was zu machen. Und die Troubletown-Crew ist ja, ich glaube, 10 oder 15 Leute, Mann, ja, also sind um das. 10. Ja, das ist krass. Ist einfach krass. Und mit jedem ist er auch noch, mit jedem ist er auch am Start, weißt du, so, ja. Komm, Maxi 13 Zuschauer oder sonst irgendwas, aber der ist immer dabei, wenn Gavifum der auch einer großen Profiteure von Rust und was weiß ich nicht alles, weißt du, so, ja. Maxi kommt mit Gippy, weil wegen Rust auch nur dabei, weil Dalu gesagt hat, Gippy kommt ins Team. Der kommt, der ist dabei. Milliarden. Na, sowas finde ich geil. Mein Dalu sagt ja zum Beispiel immer selber, er schämt sich für seine Anfangszeit, weil CS, ja, was Dalu früher an CS gesagt hat, ja, wer wird er denn CS sagen würden heute, ne? Ja. Der Kanal wäre morgen weg, was Dalu damals gesagt hat. Ja, richtig. Da kann man sich immer noch angucken, also, ist interessant. Ja, ich finde zum Beispiel cool, so wie sich Leute auch so ändern und so. Ja. An sich arbeiten und so. Das finde ich auch zum Beispiel auch ganz geil. Ich meine, jetzt sind wir wirklich komplett von der Frage weg, aber ich meine, das Thema finde ich halt genauso interessant wie du. Ja. Gerade kommt die Frage rein, würdet ihr Battlefield spielen wollen? Kannst du knicken. Kannst du weiter geht's. By the way, tschüss Battlefield. Bye bye. Ja. Nie wieder. Battlefield. Warte mal, welche Battlefield-Teil war der geilste? Warte, lass mich kurz überlegen. Battlefield Bad Company 2. Das ist schon mehr als 10 Jahre her. Ja, ich habe nur die Story gespielt. Battlefield hat sich so mit dem letzten. Das letzte war 6, ne? Oder war es 5? Ne, 5 war der letzte und jetzt 5. Und jetzt kommt 6 letzte Entwicklung, so rum. Und 5 hat sich komplett ins Bein geschossen. Ja. Sie haben sie vorher ins Bein geschossen. So mit den Teilen nach 4 und so. 4 haben ja so viel auf einmal gespielt, dass es einfach besser als 3 war und was weiß ich nicht, alles bla. Ja.
4 war ja am Anfang auch todesverpackt. Ist ja erstmal egal. So, danach haben Battle sie sich so Hardline war der erste Pfahl, den sie sich reingestochen haben. Genau, sie haben sich vorher schon ins Bein geschossen. Dann haben sie sich mal gedacht, wir schieben uns ins andere Bein. Und dann haben sie sich gesagt, komm, jetzt wird mal Zeit zum Abhacken. Ne? Da sind so viele Löcher jetzt reingeballert worden, das lohnt sich gar nicht mehr. Ne? Ja, komm, Bein weg. Battle Royale beim Hype, was machen die? Gehört zum Hauptgame dazu, also müsst ihr schon im Vollpreis sein, wenn ihr unseren Battle Royale-Modus spielen wollt, anstatt von den anderen 30. Ja? Ihr könnt zwar den Free-to-Play da spielen, ja, aber unser kostet 60, also, ne? Und ja. 60, kommt rein. Hat, wie viele haben es gemacht? Keiner. Haben sie Streamer mal gemacht? Natürlich, was ist eh gestellt, weil sie das Spiel eh bekommen haben von denen. Und so. Und einfach mal spielen wollen. Es sah cool aus, ich hätte Bock drauf gehabt. Wäre das genauso wie Warzone gewesen? So, war ja auch kurz nach Warzone-Zeit. Nach dem ersten Blackout. Blackout. Und okay. Hätten sie das auch Free-to-Play gemacht, so als extra aus, so wie Warzone so später. Dann hätte ich's angespielt, hätte vermutlich auch Spaß gehabt, weil diese ganzen Feuerdinger, die da einprasseln und so, war schon cool, aber so 60 Modus für den Battle Royale Modus unter anderem, den man bei jedem anderen teilweise Free-to-Play spielen kann. Na, das war Ende. Das Interessante halt daran ist, die haben ja Battlefield 5 im Endeffekt rausgebracht. Mhm. In dem Moment, als Warzone rauskam. Mhm. Und haben gesagt, ja, ihr müsst halt 60 € zahlen dafür, dass ihr halt unseren Battle Royale spielen dürft, ne? Ja, könnt ihr bei COD zwar gerade spielen, aber bei uns ist cool. Ja, also... Ja. Ich erinnere mich noch an... COD hat's geil gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ja, das war echt... Die haben aus Blackout gelernt. Ja? Und zum richtigen Zeitpunkt haben sie dann gelernt und Warzone dann vernünftig rausgebracht. Haben wir ja auch lange genug gespielt, wir haben einen ganzen Monat fast damit gefüllt. Ja, und die Leute haben sich dann aufgeregt, boah, hört mal auf, ey. bei uns, das gab's noch nie. Ich würde es heute noch spielen, wenn es noch so angesagt wäre wieder. Mhm. Und nicht so vercheatet. Ja, genau. Mittlerweile hast du dann wieder so die Leute, die es durchgehen spielen. Das heißt, du bist halt Noob gegen Pros oder gegen Cheater. Sowas finde ich halt immer schwierig, so ein Einstieg auf einmal. Ja. Ne? Und, aber am Anfang war es ja mega geil. Ja, genau. Und wir haben so viel gespielt und was weiß ich nicht. Battlefield so im Vergleich, die größte Änderung, die ich mitbekommen habe, waren die, dass auf einmal dass Frauen drin waren. Nice. Frauen, ja geil. Jetzt könnt ihr eine Soldatin spielen, mit der ihr schießt. Frauen, ich muss nice. Zu den Kartoffeln. Ja, aber man, wenn wir eine gute Kurve kriegt, so Games, ne? Aber ich finde sowas schwierig so mittlerweile. Es ist einfach schwierig. In Shootern ist es so viel leichter, es falsch zu machen als richtig anscheinend. Selbst wenn das Gameplay stimmt, ja. Battlefield hat ja auch ein gutes Gameplay so an sich. COD hat ein sehr gutes Gameplay an sich. CS hat ein gutes Gameplay an sich. Valorant hat ein sehr gutes Gameplay an sich. Besseres als CS zum Vergleich, finde ich. Da sehe ich Valorant ein bisschen weiter vorne, weil es ein bisschen smoother ist, ja. Aber alles drumherum, sei es das Marketing. Zum Beispiel Hunt. Hat Hunt Marketing? Nein. die sparen sich immer was. Hunt hat auch so viel falsch gemacht. Dazu kann man auch nochmal gleich kommen. Seht ihr, hat Schwinker ja gefragt. Seid ihr mit eurem aktuellen Game so zufrieden oder würdet ihr gerne etwas ändern? Dann gibt's bei Hunt, wenn David wieder da ist, sag ich dann auch nochmal, gibt's auch die Private Lobbies. Ne? Private Lobbies sind auch so ein Ding. Wie gern würde ich mit Sven, wie gern würde ich mit David. Dann haben wir, komm, jeder, da gibt's, sagen wir ein Feige. Sagen wir ein Mirko. Ist egal. Nehmen wir ein paar Namen. Nehmen wir ein paar. Nehmen wir Shining. Shining spielt keine Shooter. Ist mir jetzt in dem Fall egal. Wie geil wäre es, wenn wir jetzt dann 7-8 Mann, die uns kennen, so ein Private-Turnier so zum Beispiel machen würden, uns da hinsetzen würden und einfach wir würden Hand spielen. Niemand anders wäre auf dem Server. Das ist gute Leistung. Das ist gute FPS. Du bist nicht auf dem Asia-Server, du bist auf dem Private-Europa-Server. Ja? Die haben sich Twitch Rivals haben sie sich da verbaut, wodurch noch mehr Leute Hand entdeckt haben.
Ja, Hunt ist ein Spiel, was du nicht, theoretisch eigentlich nicht streamen kannst, weil dieses Stream-Sniping in Hunt ist so wild wie... Wie ein kleiner Husky-Welpe, der gerade deine Hand abschlägt. Ja, da hast du Bock drauf, ja? Die Leute denken dann auch, Stream-Sniping habe ich Bock drauf, ja? Das ist so schwierig anscheinend. Ne? Ich will das ja immer noch nicht so weit ausbauen. David hatte... Wie viel David dazu auch noch ein bisschen ranten sehen. Aber so in anderen Spielen... MMR. Das Marketing. Du machst das so viel falsch. Ich verstehe nicht, wie man es hinkriegt. Du hast da doch eine Marketingabteilung zum Beispiel. Bei Hand war die Marketingabteilung wohl nicht vorhanden. Bei Battlefield haben sie sich gedacht, komm, bei den 60 Multiplayer-Spielen brauchen wir nur 60 Euro. 60 Battle Royale-Spielen. Kurse gibt 60 Euro. Bei Valorant ist es so, wir machen einen Team-Shooter. Plot aber. Und das ist geil am Spiel. Wenn du. Es, keine Teams. Und also bei denen, ja, geil. Ja? Die machen super gute Games, ja. Aber alles drum. Aber ich mag Riot nicht. Die können gute Spiele machen, aber alles, was nicht mit dem Gameplay zu tun hat, macht. Da ist Aufheben im Knast von der Seife ist schön dagegen. Ich mag Riot nicht. Also Riot gehört. Es gibt so viele Entwickler, die ich geliebt habe. Und mittlerweile hasse. Weil sie nur noch schlechte Arbeit machen. Riot habe ich noch nie geliebt wegen ihrer Arbeit. Sie machen gute Spiele. Aber nur vom Gameplay her. Alles drumherum ist so ein Käse. Das ist der Wahnsinn. So. Es regt mich auf. So, alles ne? Leute. Und jetzt, wo David wieder da ist. Nochmal zu den Private Lobbys von Hand. Private Lobbys, oh Gott. Das Thema habe ich angeschnitten. Ne? Private Lobbys in Hand. Das ist jetzt so zum Beispiel. Dadurch verbaut man sich ja auch... Twitch Rivals, wo man dich auch Marketing machen könnte. Twitch Rivals, E-Sports, alles. Ja, du machst da so viel kaputt, wo du eine Tür öffnen könntest. Das kann ja nicht so schwer sein, das kriegt ja jedes Spiel hin. Ja. Und ich hat da auch heute zufällig erzählt, er hat ja auch Kontakt zu den Handleuten. Und da hat er auch mal gesagt, jedes Mal, wenn er mit denen geredet hat, hey, Private Lobbies, na? Und die so, jo, ist in unserer Roadmap, kein Ding. Also, ne? In 10 Jahren. Das ist jedes Jahr auf der Roadmap drinne. Ich gucke mir jedes Jahr die Roadmap von Hunt Showdown an. Und jedes Jahr ist das in dem vierten Quartal, Ende des Jahres, kommt die Private Lobbys. Jedes Jahr steht das auf der Roadmap, Ende des Jahres. Es gibt kein Team, das das macht. Seit 2016. Oder so, seitdem Hand raus ist, das Ende des Jahres immer Private Lobbies. Was ich seitdem ich Hand spiele, will ich Private Lobbies sehen. Um das mit meinen Friends zu spielen. Um dann Challenges drin zu machen. Irgendwas, dann hat so viel möglich. Aber was? Die denken sich, nee. Svenny hier wieder. Svenny mit wilden Fragen. Da habe ich wieder vollkommen thrilled. Das ist ein lazy vor. Aber ich könnte in Shootern. In so vielen Spielen kann ich abranten. Wie viel Scheiße gemacht wird. Jetzt kommt gerade eine Frage aus dem Live-Publikum. Ja. Was würdest du eher tun, Yannick? 72 Stunden Dauer durchsuchen? Oder 72 Stunden gar nicht? Also 72 Stunden zocken oder nicht zocken? Quasi. Richtig. Also, nicht zocken. Ich kann es nicht genießen. Dann habe ich immer das Gegenteil. 72 Stunden durchzocken ist schon krass. Ja. Also, hättest du gesagt, 72 Stunden Stream, hätte ich das vielleicht genommen. Weil dann. Das ist noch was anderes, finde ich. Aber 72 Stunden weg vom Zocken sein, finde ich deutlich angenehmer. Als 72 Stunden zu zocken, ja. Durchzocken. Allein, wenn wir Hand spielen, wir spielen Hand. Sagen wir 2 Stunden, wir spielen 2-3 Stunden Hand. 72 Runden, Alter! Ja, 72 Runden! Man muss ja nicht durchgehend das gleiche Spiel spielen, aber wenn du jetzt 3 Stunden lang eine Hand auf die Schnauze kriegst, von Prestige 30, und dann wechselst du, dann wechsle ich halt jetzt das Spiel, okay? Fick dich Hand, weißt du? Dann wechseln wir halt zu CS. CS ist heute auch eine Kacke. Dann kriegst du halt auch nur deine Gold 4 Smurfs, die dich dann fertig machen.
Als wärst du ein kleines Kind, was gerade ein Eis geholt hat, und du bist ein 17-jähriger Mobber, der das Eis weghaut. Ja, solche Matches haben wir auch in CS alle zwei Wochen. Und dann? Deutsch Antwort 72, ich. Ja, und dann 72. Und dann musst du dich halt theoretisch halt noch 60 Stunden durchquälen. Mit schlechter Laune. Oh, das ist so was kacke. Ich habe noch eine viel bessere Frage, weil du uns noch zwei Fragen stellst im Sitz. Okay. Pass auf, entweder jeden Skin aus deinem Lieblingsspiel umsonst bekommen. Ja. Oder schon besitzen, whatever. Mhm. Nein. Oder jedes Spiel für die, wie lang? Für ein Jahr jedes neue Spiel so bekommen. Also, kaum. Also jeden Tag kommen neue Spiele raus, die hätte ich dann auch. Auf einmal. Also entweder ein neues Skin, also entweder kriege ich jeden Skin oder jedes Spiel. Jeden Skin aus deinem Lieblingsspiel oder jedes Spiel ein Jahr? Ich würde jedes Spiel nehmen. Ich würde auch jedes Spiel. Das ist eigentlich schwierig. Das ist nicht schwierig, weil Geld spart zu dir. Mhm. Überleg mal. Ja. Jedes neue AAA-Titel, jedes neue Indie-Game. Jedes DLC. Du bist Jahre beschäftigt. Jahre. Du kannst wie schon sagen, hier ist meine Liste, Spaß, sucht euch aus, in 5 Jahren sprechen wir uns wieder. Ja, allein die Diskussion würden dann viel mehr Spaß machen, wenn wir in Akadal, so, wenn wir zum Beispiel ich in hätte Ak- es nur ein... Oh, okay, mit der Prämisse, wir haben es für ein Jahr, okay. Ja gut, das ist immer noch das Gleiche, nach dem Jahr habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Ist immer noch das Gleiche, ja. Nach dem Jahr bist du durch, theoretisch. Also du suchst dir dann... Kommen neues Game raus, die kommen ja nicht alle gleichzeitig raus. In der Zeit spielst du das Spiel dann, sag ich mal, durch. Auch, sagen wir, mehrere spielst du dann durch. Und dann kommt das nächste, und dann kommen die nächsten. Ne? Und es wäre super leicht, zum Beispiel jetzt, wenn wir einen Akadari-Partner oder so fragen, hey, habt ihr Lust auf das Spiel? Die Frage, theoretisch wäre das für jeden gilt. Niemand wird mir sagen, ja, passt gerade mit dem Geld nicht her, nicht. Ne? Ja. Dafür super das ist richtig, ja. Allein jetzt, so, was weiß ich, diese ganzen Among Us-Dinge oder so mal können und so easy ausprobieren. So. Okay. Okay, jetzt die Masterfrage. Okay. Eine Woche nur Twitch nutzen oder eine Woche nur YouTube nutzen? Ich nutze viel mehr Twitch, also müsste ich dann das nehmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel auch nutzen im Sinne als Viewer ist für mich schwieriger, finde ich, als, also der Streamer ist also eh gegessen, natürlich, aber, ja, Internet los? Hallo? Nein, Windows. Belastend. Yannick, nein. Okay, er hört mich nicht mehr. Da ist er weg. Frage war zu wild. Hallo? Frage war zu wild. Ja, okay. Ja, keine Ahnung, irgendwie war ja, irgendwie Yannick, war ja, hi. War irgendwie kurz weg, keine Ahnung. Frage war zu wild. Ja. Kurz... Naja, also aber, schwierig ja. Für mich, ich schaue weniger Twitch, aber ich glaube, wenn ich jetzt auf YouTube verzichten würde, dann würde ich wahrscheinlich mich mehr mit Twitch beschäftigen. Mhm. Das heißt, ich könnte mich selbst weiterentwickeln. Also ich würde Twitch nehmen. Ja. Du auch. Ja. Also, da sind ich und Yannick uns sehr einig, was die Fragen angeht. Ein kleines Special zum Schluss. Okay, Special zum Schluss. Okay, dann kommt nochmal bei mir aus dem Chat. Dann haben wir noch zwei Fragen. Okay. Du eher einen Tag Disneyland oder einen Tag Super Nintendo Land? Oh, Yannick. Ein Tag Disneyland? Oder ein Tag Super Nintendo Land. Würde Super Nintendo nehmen.
Ich auch. Ja, Nintendo. Das ist halt einfach viel geiler. Ja. Weißt du, scheiß mal auf Disney, wir haben genug Geld. Das stimmt. Ja, ich würde, wir würden eher zu Nintendo lernen. So, next Frage, Sven, David, von Twin, von Twenzel. Ja. Ja. Okay, gut, deine Frage, Yannick. Okay, wie sollte euer perfekter Shooter aussehen? Wenn wir jetzt einen Shooter machen, dann. Boah. So, wir haben jetzt, was machen wir da? Machen wir einen Hardcore-Shooter oder machen wir einen Team-Shooter? Machen wir einen CS-Konkurrenz, CS und Valorant oder machen wir Handkonkurrenz? Was meinst du? CS und erstmal Valorant. Erstmal CS, okay. CS und Valorant einfach nur. Also Skins sind safe. Also ich würde das so. Also ich würde so. Skins würde ich nehmen von Valorant, das System. Billiger anbieten. Da willst du mehr machen. So ein bisschen. Mhm. Aber das System würde ich davon übernehmen. Das Gameplay würde ich ähnlich machen. Also ich glaube so vom Gameplay her. Und vom Soundgefühl und so finde ich das schon geil. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Von CS. Genau, ich würde es von CS nehmen, wenn so auf dieses realistische, diese Schussgeräusche von einem M4 oder von einer AK oder so. Würde ich schon nehmen. Ja. Das ist, glaube ich, ich glaube, fast ein Klon, sage ich mal, machen im Gameplay-Bereich. Das ist alles schon, das ist gar kein Problem. Aber ich glaube, alles drumherum, das ist die eigentliche Baustelle, was anscheinend niemand hinkriegt. Hm? Ja. MMR fernhalten, erstmal, bis es ausgereift ist. MMR weg. Und sich dann, und sich halt irgendjemanden abstellen aus deinem Team. Kann ja. Wenn wir jetzt ein Team haben, jemanden abstellen, der sich damit auseinandersetzt mit den ganzen neuen Techniken oder so. Aber also, ob eine Nvidia eine neue Technik hat, ob jetzt ein MMR-System auf einmal existiert oder so. Irgendein, der sich immer mit den News um solchen technischen Bereich kümmert, dass du da jemanden abstellst, der sich auf jeden Fall immer damit auseinandersetzt, wie weit was irgendwann ausgereift ist und wie gut irgendwas ist. Aber weißt du, was ich noch machen würde? Ich würde auf jeden Fall dieses Heldensystem aus Valorant übernehmen. So mit Chars. Also, so. Ja, mit Chars, die spezielle Fähigkeiten haben. Ja. Also nicht so wie in. Ja, weißt du, nicht so wie in hier, Overwatch. Rainbow Six. Okay, Rainbow Six, ja. Oder Overwatch, wo du es halt komplett übertreibst. Mhm. Sondern wirklich sagst, okay, ich mache jetzt, was weiß ich. Ich schaue erstmal, dass ich halt so 20 Charaktere habe, ja. Ja. Sondern einen kleinen Pool aus. Oder. Sagen wir mal 20, 10 reichen vollkommen. So wie jetzt in Valorant. Mhm. 10, 12 Stück. Und der Pool reicht ja erstmal. Ja. Und dann hast du halt ein paar Smoker, so wie die sind halt. Smoker, Realisten, die halt ein bisschen Angriffsstärke sind und das passen die Leute. Ja, so in die Richtung würde ich schon gehen bei dem Team-Shooter. Mhm. Auf jeden Fall. Wie du schon sagst, diese realistischen Soundgeräusche und auch den Realismus. Ich würde eine richtige Revolution anführen, ja. Ich würde am liebsten so richtig schön große Maps haben wollen. Weißt du, dass du den Team-Shooter nicht. Weißt du, es gibt aktuell Team-Shooter bis 5 Leute. Ja. Ja? Dass du das erweiterst. Verstehst du das? Ich meine, du machst größere Maps und machst dafür größere Teams. Ja. Dass zum Beispiel gesagt, du machst ein 6er-Team oder ein 7er-Team. Nehmen wir mal was Gerades. Oder. Ja, was. Nehmen wir mal was Ungerades, ein 7er-Team, ja? 7 gegen 7, also 14 Leute versus, ja? Mhm. Da hast du im Endeffekt die Möglichkeit, wenn du 2 Punkte machst, ne? Nicht so wie in Valorant, dass du mal irgendwie 3 Punkte Map hast und dann der Rest sind alles 2 Punkte Maps, sondern dass du wirklich 2 Punkte hast, A und B. Und die Map ist halt in der Mitte gibt es halt einen großen Bereich, wo man im Endeffekt ziemlich gut durchsneaken kann, ja? Also jetzt nicht übelst groß denken, bitte, ne? Sondern nur ein bisschen größer als die aktuellen Maps in CS und Valorant halt, ne? Mhm. So, das ist halt noch relativ übersichtlich. Da hast du halt 7 Leute, dann kannst du 2 in der Mitte abstellen und dann sind jeweils auf beiden Seiten ungefähr 2 bis 3 Leute. Das heißt, dass du kannst die Punkte abnehmen und hast noch die Mitte so im Blick, ne? Weil das hast du in vielen Teamspielern einfach nicht. Das ist immer das Problem, du hast entweder 2 Leute dann auf dem einen Punkt, wo mindestens einer stirbt davon,
einer wird in der Mitte gammeln und die restlichen drei gammeln auf dem anderen Raum. Oder die restlichen zwei. Und dann müssen immer die anderen beiden so rotaten und so hast du in der Mitte zwei Leute, die auf jeden Fall das Ganze abscopen können und du hast immer auf den Punkten welche. Schwierig natürlich für die Angreifer, aber das würde es dann spannend machen, dass du beispielsweise sagst, okay, die zwei zusätzlichen, die du hast, die kämpfen gegen die zwei zusätzlichen in der Mitte, während die anderen dann auf den Punkt gehen. Und dann müssen ja die von dem einen Punkt, von den Verteidigern, wieder rüber, damit die halt wieder diffusen können. Und die in der Mitte werden, je nachdem, sterben halt, ne? Das ist halt ein ziemlich, ziemlich geiles Konzept. Dann hast du halt 7 Leute auf jeder Seite und eine ziemlich relativ große Map mit vielen Details, mit denen du spielen kannst. Das ist halt eine coole Idee, finde ich. Also okay, dann würde es, glaube ich, aber keine Konkurrenz für den anderen sein. Ich glaube, dann wäre es halt schon wieder eine neue Rubrik. Ja, aber dadurch bist du schon wieder Konkurrenz. Ja. Aber dann muss er halt, also für Valorant bist du dann wirklich Konkurrenz, weil du dann die Teamleute verlieren würdest. Ja. Na? Weil die spielen dann halt irgendwas, wo sie dann zum Beispiel auch noch mit mehreren spielen würden. Richtig, richtig. Und das heißt, du wärst halt eine richtig krasse Konkurrenz für die meisten Teamleute. Weil du hast ein Teamleiter, der über 5 Leute geht. Weil alle sagen, boah, das krieg ich nicht hin, die Maps sind zu klein dafür, bla bla. Wenn du aber die Maps einfach größer machst, wer hält dich davon ab? Ja, für uns wäre das aber auch schwierig. Also wenn wir das spielen würden, dann hätten wir auch auf jeden Fall 3 Randoms oder so. Weil die dann ja, vielleicht nerven würden. Für uns ist es schwierig, ja. Ne? Aber wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, hey, wir sind 7 Leute, wir würden gerne zusammen zocken, aber können es. Ja, 2 müssen aussetzen. Für die ist das cool. Für die ist das richtig cool. Für die ist das richtig cool. Und das ist bei den meisten Leuten heutzutage wirklich so, dass die Leute haben, okay, die sagen, die würden zwar gerne mitzocken. Du hast meistens immer so die 2 Leute, die sagen würden, ja, die würden schon gerne mitzocken. Ja, wo ist denn das Problem? Ja, meine Elo. Ja, scheiße. Und ich würde halt, in einem Shooter würde ich auf jeden Fall und nochmal unterscheiden von Matchmaking im Ranked und Casual. Casual würde ich einfach spielen lassen. Ja, richtig, richtig. Account wechseln wegen Casual ist, finde ich, so schwierig. Viel Käse. Ja. Also in meinem Shooter würde ich, glaube ich, keine Heldenfähigkeit machen. Ich würde komplett klassisch halten, wie CS, nur. Ich würde einfach ein besseres CS machen, sagen wir so. Mit Anti-Cheat von Valorant, wie du schon sagtest. Mit Vanguard, ja. Ja. Also, bei mir wäre es ein Klassiker. Bei mir würde es ein besseres Valorant sein, glaube ich. Ja. Oh, dann bräuchte man aber 14 Charaktere. Stimmt, sonst geht's nicht auch. Ja, warum 7-7? Auf beiden Seiten 7? Wenn du 14 machst, hast du bessere Kombinationsmöglichkeiten. Na gut. Kann sich ja noch entwickeln. Am Anfang sind es dann 7, dann muss jeder einen nehmen. Ja. No, und danach, dann hast du die jetzt hier rein. So wie es in Valorant im Endeffekt war. War das ja im Endeffekt nur. Ich würde das aber gerne übernehmen wie in The Culling. Ich habe The Culling nie gespielt. In The Culling war es am Ende so: pro Runde musstest du 2 Euro bezahlen. Geil, du hast ein Match gewonnen. Ja, nice. Ein Match bis zum nächsten Ranked. Noch 2 Euro, dann darfst du spielen. Nee, in Culling war das so, Culling war ja auch ein Battle Royale, ein gutes sogar, und die haben das dann mal so gepatcht, dass es am Ende ein Spiel war, wo du, wenn du nicht gewonnen hast, musstest du bezahlen, wenn du gewonnen hast, hast du losbekommen, da durftest du noch eine Runde spielen. Das ist quasi als Belohnung, gratis Game gewonnen, wenn du gewonnen hast. Sonst musstest du immer Geld pro Runde bezahlen. Leute, wie machen wir am schnellsten Geld? Wir lassen die Leute, die verlieren, 2 Euro bezahlen, damit sie das Game weiterspielen dürfen. War H1Z1 am Anfang ja auch. Das allererste H1Z1 war ja auch wenn du gestorben bist, musstest du ja irgendwie einen Key oder so haben oder sonst was. Und dann musstest du... Ja. Ne? Und nur wenn du Top-M was warst, dann durftest du halt weiterspielen. Ne? Aber ich verstehe nicht, wie man immer auf solche Ideen kommt in dem ganzen Business. Nee, echt nicht. MMR ist ja das eine, aber so kaufen pro Runde. Wir machen ein Free-to-Play-Game,
Aber sie müssen pro Runde dieses Spiel von Geld bezahlen. Das wird der Hit. Das Spiel ist danach gestorben, offensichtlich. Ja. Also die hat, also Kalim war das größte Fehlprodukt der Welt. Also, und DVD gibt es sich aktuell Mühe, auch irgendwie in die Richtung zu gehen. Ja. Weil DVD gibt es ja auch so viele Jahre schon und aktuell machen sie so viele Fehler. Ja. Ich weiß nicht, wo die ganzen Bugs wegkommen auf einmal. Ob sie die Absicht reinpatchen. Die sollten sich mal überlegen, gescheite Maps zu machen. Ja. Maps ist halt auch immer ein schwieriges Ding. Ja. Ein paar geile Maps haben es immer geil. Valorant hat es ja komplett verkackt. Hm. Icebox und hier fällt nicht ein. Split. Ascent. Nein, Split ist okay. Achso, okay. Die schlechten Maps, ja, ja. Ja, Split ist eine okay Map, ganz schlechte Maps, Icebox und Ascent. Schlechtesten Maps im ganzen Game. Viele sagen, ja, aber Ascent ist eine gute Map und ich sage, Ascent ist eine scheiß Map, das ist die einzige Map, in der ich immer verliere. Das ist genauso wie Icebox, das ist die einzige Map, in der ich immer verliere. Das sind die zwei Maps, in denen ich immer verliere. Das sind die beiden Maps, die killen mich. Was hältst du von dem System? Klasseneditor wie ein COD. Sowas in einem CS-Game. Zum Beispiel. Oh! Was hältst du von dem? Das wäre geil. Clou? Das wäre ein geiler Clou. Das wäre auch wild. Das wäre richtig wild. Vielleicht, dass du es so wie ein Rogue Company sagst. Zum Beispiel, Rogue Company hatte pro Char zwei Waffen. Und dass du zum Beispiel sagst, M4 oder AVO, M4 oder AK oder sowas da. Und dann noch Pistole oder so. Ich würde es fast wie in Theorie übernehmen. Komplett eine Waffe und dann sonst wechselst du die Klasse einfach. Richtig, sonst wechselst du die Klasse. Mhm. Aber in COD haben sie es ja mittlerweile so gemacht, dass du Klassen auch individuell einstellen kannst. Das heißt, du hast halt so ein paar vorgefertigt, also du hast es ja in Warzone gesehen. Ja, ja. Weil das im Endeffekt diese Grundwaffen, die du auswählen konntest, und die konntest du ja dann noch verbessern. Und in diese Richtung würde ich das gehen lassen. Mhm. Aber nicht, dass du irgendwie einen großen taktischen Vorteil davon hast, oder einen Schadensvorteil, sondern nur, dass du irgendwie... Still und leise, dass du steppst nicht mehr. Nee, sowas auch nicht. Nee, aber nur wenn du 10 Euro investierst, kriegst du den Perk. Richtig. Nee, aber sowas wie in... Du kannst beispielsweise ein anderes Visier auf deine Waffe klatschen oder so. Boah, das gab's ja auch in im Shooter, oder nicht? Bei welchem Shooter war das denn, wo du einen Schadensbonus haben konntest? Ja? Wolfie? Nee, irgendein... Weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendein Spiel hatte das auch. Da gab... Ach ja, nee, ja, das war hier bei Battlefront. Da war das, stimmt. Beim letzten Battlefront, da gab's das am Anfang ja auch, dass du wenn du in der Lootbox Schadensbonus und so haben konntest. Ja, ja, ja. Ja, wisst ihr, da... Ja, daran muss ich gerade denken. Ja, Battlefront und dein Schadensbonus. Schadensbonus, 50% mehr. Nice. Anfänger, yay, weg mit dir. Nach Hause mit dir. Gleiche Waffe, schade, kein Schadensbonus. So, hast du noch eine Frage? Ich habe einen Klassiker hier noch. Aktuelles Lieblingsspiel und warum? Ghost of Tsushima ist ein geiles Game. Na, wir können mit dem Klassiker aufhören. Ich glaube, ich habe aktuell kein Lieblingsgame. Meine Lieblingsgames aktuell sind die, so wo wir in größerer Runde sind. Weil das irgendwie so chillig ist. Ich bin aktuell so ein Grundeinstellung ist so chillige Games, einfach einen schönen Abend mit ein paar Leuten verbringen. So wie Garvik von. Ja. Ne? Pummel Party kann ich nicht nennen. Aber. Ey, Pummel Party ist nicht chillig. Aber so was weiß ich. Also unter anderem auch mal CS. Bei CS muss natürlich nebenbei gut laufen. Ne? Aber ich finde sowas ist irgendwie aktuell so bei mir am coolsten. Weil so irgendwie jeder hat Spaß, jeder macht irgendwie nur Scheiße und alle lachen. Das ist für mich aktuell das. Ich würde mich so freuen, mit euch auch wieder Among Us zu spielen, ganz ehrlich. Die neue Map ist so geil. Die ist so riesig, da kannst du eigentlich mit einem Imposter 20 Sekunden Cooldown durchrasen. Könnte man, ja.
Among Us ist ja mittlerweile jetzt schon auf mehr eingestellt, 5 Sensoren, ne? Weiß ich gar nicht, was? Ich glaube Among Us, wegen der größeren Map kannst du jetzt halt auch, gibt's jetzt mehr, kannst du mehr als 10 jetzt mittlerweile schon spielen. Warte, das muss ich ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, ob die wollen es 15 machen, aber ich glaub, Dalo hat immer nur für 12 geredet, weil für ihn perfekte Zeit 12 wäre. Ja, warte. Wir haben ja hier irgendwo Among Us rumhängen. Ich kenn's grad nicht, gut, dann ist mal halt so. Aber für mich ist so Among Us ein sehr gutes Beispiel. Am Anfang war, habe ich Among Us halt auch so super gern gespielt, weil es halt so chillig war. Also unter anderem. Imposter war halt pur Stress, ja. Also das, ich fand so, an sich war das immer, wir waren vielleicht mal zwischen 6 und 10 Leuten. Und haben dann einfach so auch einen schönen Abend verbracht. Fand's halt nur irgendwann fand ich es halt schwierig, so. Bei mir war es am Anfang so, ja, ich hab ein paar geile Videos bringen, gewinnen und so und alles. Und später war das so bei mir, die Hauptsache Spaß haben. Und irgendwie, und ich hatte am Ende hatte ich das Gefühl, es war ist bei anderen andersrum geworden. So. Immer noch gewinnen, zusammen rumlaufen, Camp stehen, da stehen, Imposter rauskriegen, Mücken schwer machen. Da gab's so. Also, ich hab's. Immer fand ich so ein bisschen tryhardig. Und das, deswegen hatte ich am Ende keinen Spaß mehr an der Among Us. Und hab dann. Also, zum Beispiel auch ich habe mal nachgeschaut. Also, aktuell sind es immer noch 10. Mhm. Aber die waren schon in der 15. Kann aber gut sein, dass sich das vielleicht noch ändern wird. Großes Problem war halt, was wir halt nicht gemacht haben. Das ist halt sehr traurig, dass halt die anderen nicht aufgesprungen sind. Wir wären halt dann nur, keine Ahnung, 5 Leute gewesen und das lohnt sich halt nicht. Mhm. Wir hätten halt viel mehr diese Mods machen müssen. Ja, gut, so, also bringen halt so viel Fun rein. Ja, ich hab, also zumindest ich hab aufgehört, als die Mods quasi frisch waren. Hm? Ja, aber gerade die Mods, also ich schaue ja immer noch still viel Dalu Part, seine Mongas. Ja, aber Dalu hat zum Beispiel auch Bonjour-Gruppe aufgehört, weil er nur noch Fun haben wollte. Nur noch Fun-Matches. Und dann hat er auch irgendwie mit diesen ganzen Mods natürlich auch gespielt, aber der hat ja auch diesen Tryhard-Aspekt wollte aufwecken. Ja. Und das habe ich halt auch nur noch in unserer Konstellation gesehen, diesen Tryhard-Aspekt irgendwie. Richtig, und richtig. So unter anderem auch so dieses. In der ersten Runde hat Imposter X einen Fehler gemacht, wo deswegen in Runde 1 der Tarn sofort Button drücken, raus mit dem. Ja. Einfach unnötige Votes provozieren, vielleicht mal random Votes. Hey, normalerweise macht der das, lass den mal aus Spaß rausholen. Ja. Das hat mich zum Beispiel am Ende nicht halt mich so gestört. Am Ende war es halt bei mir so, mal war es gut, mal war es schlecht und immer so hin und her. Ja. Das fand ich halt schwierig bei Among Us, so bei uns. So, im Grundsystem, so war unsere Crew und so, dann war das für meistens immer vollkommen okay. Also, ich meine, so, aber irgendwann hat sich einen anderen Aspektgefühl als die anderen. Und deswegen habe ich zum Beispiel für mich so gesagt, okay, ich habe Among Us für mich durchgespielt. Ja. Kann ich verstehen. Wie gesagt, wenn wir eine. So tryharde Crew zusammenkriegen würden, würde ich es auf jeden Fall nochmal spielen. Ja, lass uns mal auf den Random Server gehen. Sven hatte ja Bock drauf gehabt. Echt jetzt? Ja, was? Also, nein, also damals hatte Sven ja richtig Bock drauf. Ja, war ja geil. Random Server sind einfach schwierig. Ich fand, aber hey, ich habe mich für Sven gefreut, dass Sven dann in Among Us D1 wurde. Ja? Das fand ich schön. Hab ich gefreut. Ja. So. Ja. Aber fand ich trotzdem ganz geil, mal so mal. Einfach so mal Talk. Abends aber auch einfach mal. Ist auch geil, finde ich. Ja, also ich habe jetzt auch nochmal eine Frage aus dem Chat. Mhm. Nur noch Multiplayer oder nur noch so? Multiplayer. Macht mir viel mehr Spaß. Korrekt. Nur noch Multiplayer. Bin ich sowas von. Nur noch Solo ist ein bisschen zu krass. Und dafür gibt es zu wenige Spiele, tut mir leid. Und zu wenige gute Solo-Spiele. Ja. Ich Mass Effect Reihe, perfektes Beispiel, die habe ich alle schon gespielt. Jetzt kommt vielleicht mal eine Andromeda oder so. Ja. Oder 4. Ja. Ich bin optimistisch. Die haben extra Leute von Originalteam rangeholt, aber so an sich. Ich bin auch optimistisch. Ob ich jetzt ein Garvik Phone spielen könnte, so mit der Gang. Ja. Oder ob ich jetzt Solo irgendein RPG spiele. Ich hätte viel mehr Spaß an so einem Garvik Phone.
Richtig, ich auch. Also ich bin da ganz mit dabei, weil hat einfach den Hintergrund, du hast da viel mehr mit Leuten zu tun, mit denen du deinen Spaß hast. Und wenn ich jetzt ein bisschen Ghost of Tsushima daddel, ne? Ich daddel das jetzt jeden Sonntag mindestens, ne? Und ich möchte es ja nur daddeln, weil ich die Story verstehen möchte und weil ich das Spiel im Prinzip interessant fand. Und ich finde das immer noch sehr geil, wie das Spiel sich entwickelt hat. Aber ich finde Multiplayer immer geiler, weil ich habe mir die Runden heute von CS angeguckt. Ja. Ey, die waren so witzig letzte Woche. Die Runden waren so geil, die haben so weggefetzt. Beispielsweise mein geiler Granatenkill. Easy win. Ich mache einfach 4 Leute weg, habe ich nie geschafft früher im Shootern, heute kann ich's. Hat viel mit Übung zu tun und das letzte war einfach Granatenskill. Das war einfach, ich zieh die Granate, wirf sie, er erschießt nicht, liegt. Janik guckt ruhig zu, Granate dutscht auf. Tot. Was soll ich dazu sagen? Janik war die Ruhe selbst, der hat nicht geschossen, er hat ihn einfach machen lassen. Ja. So, jetzt komme ich aber zu einer Frage. Okay. Was ist mit Akadari Town hier los? Na, vorher? Was soll das? Das ist offscreen. So, okay. Koop-Story-Spiele. Was hältst du davon? Schwierig. Manche sind ganz cool. Also, A Way Out würde mich mega interessieren, weil es da so viele verschiedene Wege gibt, rauszukommen. Also, Haze Knight Games, die haben ja 3 Stück jetzt aktuell gemacht, die. Alles 11 von 10. Die rasen durch. Die können das. 10, ja. Aber schwierig. Schwierig, ja. Also Brothers, The Tale of Two Sons habt ihr auch. Genau. Das ist ein sehr geiles Spiel. Das ist ein sehr geiles Spiel, macht sehr viel Spaß. Ich will die auch alle nochmal nachholen, die alten. Ich habe jetzt ja Takes Two mit Holger gespielt. Das war so eine schöne Spielerfahrung, einfach mal. Ja. Ne? Aber wenn das zum Beispiel. Wenn wir zum Beispiel Coop Games auch noch zu Solo zum Beispiel zählen würden. Ich würde trotzdem noch Multiplayer nehmen, weil ich könnte jetzt 3, 4, 5 Koop-Games nennen, so auf Stegreif, die ich cool finde, aber Multiplayer-Games können wir so, allein in den letzten Wochen, wie viele wir da gespielt haben. Ne, dann, das ist krass. Ne, also, Gothic Code. Wir haben CS gespielt, wir haben mal Pummel Party gespielt, wir haben mal Among Us gespielt, wir haben Among Us. Aber wir haben Hand gespielt, wir haben mal ein Rainbow gespielt. Ja, Shooter ist ja sowieso endlos, ja, aber. Ja, Shooter. Ja, wenn ich in meinem Plan. Henning, ich sehe Sven of Warface. Ich sehe Sven of Warface. Ich weiß, Warface gab's, hatte ich mal die geilste Runde meines Lebens mit Alex gehabt. Die haben wir nie aufgenommen. Das finde ich immer noch schade bis heute. Was sind so die geilsten Matches in meinem Leben? Oder so einige der witzigsten Momente, die waren nie on cam. Das ist mal. Was ist das? Absolut Krätze. Sag mal her. Ne? Aber so. Velo, Fall Guys haben wir mal gespielt. Was haben wir denn noch so gespielt? Ja, jetzt gehen wir mal zum Februar. Keine Ahnung, was haben wir denn noch so gemacht? Wir haben Pokémon Streams. Boah, okay, wir machen mittlerweile viel mehr Abwechslung. Wir haben mal Trivia Tricks, wir haben Scribble. Blazing Sails von mir aus, so For Honor, also es gibt so viele Multiplayer-Spiele, die man so noch die es noch so gibt. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Also das ist komplett wild. Aber aber es ist halt so an sich ein schwieriges Fass. Ich finde zum Beispiel, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, so. Hätte ich jetzt, wenn ich jetzt auch wählen müsste vom User-Dasein zwischen Twitch und YouTube, würde Twitch auf jeden Fall gewinnen, weil das ist für mich bisher, in der Zeit, wo ich Content Creator mache, ich habe Content Creator-Dasein Anfang 14 bis 17 gemacht. Dann Larifari dazwischen. Dann 19, Ende 19, wieder angefangen.
Ja, und, aber so diese Twitch-Zeit aber, die war so geil. Ich glaube, wir machen ein halbes Jahr, also sind wir jetzt durchgehend am Twitch spielen. Das war bisher der coolste Content Creator da sein, was ich so jetzt Spielerfahrung technisch hatte. Seitdem ich mit euch streame, ganz ehrlich, habe ich 100% meiner Follower. Also. Was soll ich dazu sagen? Ich habe seitdem ich 50 Follower erreicht habe und ich angefangen habe mit euch zu streamen, habe ich nochmal 50 Plätze gewonnen. Ich verstehe es auch nicht. Aber unter anderem kann ich es zum Beispiel auch nachvollziehen. Also ich glaube, so, je mehr Abwechslung, mehr verschiedene Spiele man spielt, je mehr Leute man hat, desto mehr Spaß hat man auch dabei. Und weißt du, so. Das steckt halt auch bei den Zuschauern an. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Ich check's auch nicht. Also, das soll jetzt nicht sein. Ach, ja, wie ist das also? Ne? Also, bla, so ein Käse, ne? So, nimm doch ich find's halt. Leute schauen halt lieber größere Runden zu als normale Runden. Oder Sven ist am Stream, ja? Dann kommen die wildesten Leute rein, ja? Wenn ich nicht dabei bin, dann sind die krassesten Akadere-Streams, ja? Das ist übrigens wahr. Aber egal. Hm? Ja. Ja. Ja, das ist ein okay, netter Hate? Aber okay. Ja, und netter Hate? Entschuldigung. Nee, eigentlich nicht. Aber ja, aber ich finde sowas halt echt geil, so diese, wie viele verschiedene Leute man jetzt auch schon durch Twitch jetzt in der Zeit so gehabt hatte, so auf Among Us, klar, aber auch so für andere Projekte und so, und du kannst da so viel einfacher Abwechslung reinbringen und einfach mal sagen, komm, wir streamen mal nebenbei. Kannst dich einfach muten, mit dem Chat reden und was weiß ich nicht. Das ist einfach so viel cooler. Ja. Früher hätte ich YouTube Twitch vorgezogen, aber da hatte ich auch noch gar keine Ahnung. Ja. Als ich von Twitch noch keine Ahnung hatte, da habe ich gesagt, YouTube ist es. Ja, logischerweise, YouTube wusste ich. Und selbst da war ich scheiße drin, ja. Ich wäre jetzt zur Vergangenheit. Heute würde ich Vergangenheitsjahr nicht hier auch dafür, dass er gesagt hat, ja, Twitch, was soll ich damit? Ja, und dann kam David vorbei und alles endet. So in der Art kam es mir vor. Ja, Yannick, warum streamt ihr eigentlich nicht auf Twitter? Streamt auf YouTube. Zwei Wochen später, streamt ihr jetzt auf Twitch? Na, wir haben aber auf Twitch haben wir wegen anderen Sachen gewechselt. Also, zum Beispiel auf wegen dem Valorant-Turnier. Wie viele Leute gemacht haben? Warum Valorant? Was ist eh nicht alles? Also so, wir haben so für uns halt, wir haben gestreamt. Ja, auf YouTube halt schon und irgendwann kam halt so die. Dann haben wir einfach mal Twitch ausprobiert und so den Unterschied gemerkt, wie viel cooler sich so Twitch anfühlt. Weil ich finde, YouTube ist mittlerweile so ein toxisches Gebiet unter anderem. Das ist richtig, auf jeden Fall. Also, ich finde, YouTube wird immer schwieriger, weil da einfach der. Was? Ich will nicht sagen, da bleibt der Scam hängen, aber irgendwie schon. Ne? Es gibt es ist so schwierig. Ne? Und in Twitch hast du einfach so. Hast du coole Zuschauer, mit denen du ein bisschen interagieren kannst. Du hast da. Ja, gut. Leute wie Sven hast du halt manchmal auch halt da. Ne? Oder so. Aber. Ne? Aber. Also diese Live-Interaktion ist zum Beispiel ganz cool und auf Twitch ist sie vom Feeling her angenehmer als auf YouTube. Und deswegen haben wir uns ja zum Beispiel auch für Streaming bzw. für Twitch entschieden, so im hauptsächlichen Bereich. Und haben dann geswitcht. Vorher war dann hauptsächlich YouTube ein bisschen einmal pro Woche war dann mal der Sinn Stream. Ne? Und mittlerweile ist halt so, ja, wir machen nebenbei kommen unsere Streams halt auf YouTube. Ist natürlich auch leichter, sag ich mal so an sich. Aber auch einfach deutlich angenehmer, weil dich das, was auf YouTube passiert, mittlerweile nicht mehr interessiert. Und auf Twitch bist du halt so versessen, du spielst ja live. Auf YouTube bist du ja, wenn du YouTube bist, mehr so auf das Drumherum konzentriert. Und auf Twitch hast du dieses Gesamtpaket in einem. Richtig. Und das ist halt viel cooler. Deswegen finde ich so die Erfahrung mittlerweile, also so das letzte halbe Jahr fand ich so, ist bisher so von der Erfahrung her die coolste. Ja, auf jeden Fall.
gebe ich so auch zurück. Und wie viele Games wir allein bis dahin gezockt haben. Ja, aber? Das stimmt auf jeden Fall. Da gab es einige. Mhm. Klar, viele Among Us bei. Auch mal nur so, ja. Weißt du, Rust Server hat, klar. Haben ein bisschen Rust gespielt. Viel Hand. Viel DBD, viel Hand. CS. Ja. Ja, seit Dezember Silberlied Master. Geil. Yeah. Seit Dezember Silber 4, Alter. Ja, du hast wenigstens einen Aufschwung von Silber 2 auf Silber 3 auf Silber 4. Und jetzt Silber, du, 1. Und jetzt Silber 1. Okay, von Silber 1 auf Silber Elite. Und was bin ich? Silber Elite Master von so Silber Elite Master? Vorher, was war ich vorher? Silber Elite Master. Ja, ich kann mir jetzt halt 80 Matches aus dem gleichen Rang rum und jeder kriegt mindestens. Hat einen Rank Up Rank haben, gekriegt. Ja, nicht, wir haben gesagt, wir machen die 100 voll. Wir machen die 100 voll und dann schauen wir mal. Ja, ich krieg jetzt. Und jetzt, wie es aussieht. Egal. Ja, hau rein. Ja, was soll ich noch sagen? Also ich habe keine Fragen mehr. Ich habe auch keine Fragen mehr. Klaus. Dumm Isometer ist die letzte Frage. Geil, ja. Ich sag ja. Dumm Isometer? Was ist da noch die Frage? Dumm Isel ist der Gott von dem Pokémon. Hm? Hallo? Hm? Wenn man genau analysiert, Vorentwicklung von Giratina. Richtig. Gibt's also Geratina ist nur ein Zweig eines wahren Gottes, ja? Hm? Gibt's also genug Analytik-Videos auf YouTube und was weiß ich jetzt? Guckt mal nach, Leute. Guckt mal nach. Du musst nachgucken. Ganz viel. Dumm Isel ist krass. Hm? Guck mal die Streifen auf dem Bauch an. Geratina ist auch welche. Ja. Denk mal nach. Habt ihr schon mal Shiny Geratine gesehen? Das ist eh nee! Dann guck mal nach! Ich finde das so geil, diese Analytik. Wenn du es willst, wenn man was sehen will, dann sieht man es so. Ja. Deswegen sehe ich's. Geil. So, David. Ja. Was soll ich noch sagen? Aber okay, war ein cooler Abend. Fast 3 Stunden jetzt gelabert. Über alle Themen, die uns gerade so eingefallen sind, was uns gefragt wurde. Ich fand das einfach super entspannt und super cool. Ja, ich fand das mega entspannt. Gerne dafür. Ja. Können wir echt gerne mal machen. Finde ich cool. Ja, können wir gerne auch einmal im Monat machen, wenn du willst. Hatte ich auch gerade dran gedacht, ja. Weil dann sammeln sich so ein paar Themen an. So. Genau. Politik geht weiter. Ja. Hey, da abrennen können wir. Eine Stunde abrennen können wir jedes Mal drüber. Richtig, auf jeden Fall. Nee, war geil. Hat Spaß gemacht. Aber Leute, meine Kartoffeln warten noch. Na, die müssen gegessen werden, Leute. Irgendeiner muss sie essen. Das ist alles nichts. Irgendeiner muss es tun. Ja. Verabschiede ich mich schon mal aufs David-Chat und mute mich schon mal für meinen. Jo, wir hören uns gleich nochmal, Janik. Jo, wir hören uns gleich nochmal. Machen wir es so. So, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Heute war echt sehr cool. Also, Props an Le Svenny Stratfish. Na? Hab sogar eingepflegt hier, warte. Warte. Da. Das ist Svenny Stratfish. Seltenes Exemplar. Der hatte die Idee. war auf jeden Fall sehr cool. Ich fand so, diese Themen mal zu besprechen, war alles einfach unfassbar cool und einfach mal interessant. Also ist auf jeden Fall einfach was anderes, weil du bist nicht abgelenkt von dem Spiel, sag ich mal. Du kannst einfach sagen, du kannst einfach deine Meinung sagen zu irgendwelchen Themen und blub. Ja, das ist cool. Hat mir viel Spaß gemacht, einfach mal mit David ein bisschen zu labern und auch so mit euch. Die nächsten Tage geht es dann weiter wieder mit Action im klassischen Sinne, wie man sie kennt. Naja, ab nächster Woche wird es ein bisschen interessanter, weil wir dann wieder ein bisschen umplanen müssen. Schauen wir einfach mal. Die nächsten Tage wird bestimmt auch noch ein bisschen wild. Hat auch mal Lust auf einen Hans-Speedman. Ich weiß noch nicht, wie ich den unterkriege. Aber wir werden schauen. Ja? Nächste Woche schauen wir zum Beispiel mal auf, wie wir den hier unterkriegen werden. Ja? Warte.
Werbung bei David im Chat. Dann werden wir noch Remix Both öffnen. Ja. Das ist dann mit Tag Team GX Karten. Mit den Startern von Gen 6 zum Beispiel, mit der aus Gen 1 und was weiß ich nicht. Also, das wird sehr cool. Ich habe da auch wieder sehr viel Bock und Lust drauf. Hoffentlich passt alles von der Qualität her des Streams und so, dass das so einigermaßen auch okay war. Irgendwie gab es heute ein paar Probleme so bei mir. Ich konnte es jetzt allerdings nicht verbessern, deswegen fand ich, habe ich jetzt bestmöglich dabei rausgeholt. Euch wünsche ich auf jeden Fall jetzt einen schönen Restabend. Feel my pain when it comes to me, you are not the same. This is so far from a shame. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain when it comes to me, you are not the same. This is so far from